2 für dich? Nee, nee, 3-1 für Magnus. So, hört ihr uns? Hey Leute! Leute, hört ihr uns jetzt wieder? Oh yeah, let's go! Wir haben Sound! What's up, Tube Dot? Dude, sorry. RIP OBS, dass das irgendwie verkackt hat. Bad Wobble! Oh boy. Hallo. Achso, das Thank you.
Hamburg, da machen die nicht vorher dann für 2 Stunden, sondern für Tageskarte. Ich hab dann, man kann leider sterben, das ist der Nachteil. Ich habe 3,5 Stunden gebohrt, das war nicht so gut, das war echt anstrengend. Warte, das ist echt krass, das ist schon gut. Let's go, Alter. So cool sieht sie bitte aus. Sie echt nochmal so cool rein aus, als auf dem Bild. Ja. Das ist eigentlich, ich halt diese Gaming-LEDs immer. Leute, die 4 Knöpfe rechts. Eine geil. Farbe hätte gereicht. Ja, aber das ist auch yo. Ich würde weiß. Ja. Nach dem Tierlust. Nach dem Schlon finde ich aber auch geil. Schön den Schlon. Schön den Schlonni, Alter. Also nach der Tierlust reinkommen, dann ist es der. What's up, dude? This one's for you. Jemand im Chat. Weil kein Schwein da. Oh, dieser Sport aber ganz schön lang, Alter. Aber es sind auch nicht so viele Sets. Spiel schon? Gerade gegen Weltmann spielen gerade. Alle, die spielen alle Freeplay, ich raste aus. Cyber, das ist alles. Achso. Ja,
Same Five, ne? Last Shot. Ja, halt. Ne? Ja, Samus Mars, es dauert jedes mit 6 Minuten. Aber es ist ja auch erst 8:30, also alles in Ordnung. Das Third und Banane Marmelade auch schon spielen. Na gut, ab in den Scramble. Ungefähr. Ganz komisch. Jetzt habe ich wieder ein Spiel geklaut. Nee. Rufus. Ganz, ganz schön komisch. Rufus, willkommen im Chat. Sechs Zuschauer. Naja, mein. Ja, nein. Das geht. Aber natürlich hier wie immer in dem Matchup kommt sie mit dem mit der Oberhand. Vielleicht kann Dennis es wieder rausnehmen mit einem guten Springbrand vielleicht. Jetzt sind die Prozente da. Solider Crouch Cancel, aber kann nicht viel daraus machen. Da fehlt noch so die Crouch Cancel Dash Attack oder Crouch Cancel. Oh, das ist aber auch schwierig. Ist schwierig. Ah, das kann sein. Ja. Schön. Schön. Hey! Oh, wow. Der Pivot F-Tilt. Der nicht absichtlich zu Pivot F-Tilt. Lettet aber den Slot. Bock mit richtig. Oh, okay. Hedgehog-Situation. Das sind die Kleinigkeiten manchmal. Man sah, dass er nicht wirklich war. Schön, oh, schön gewesen, so ein ganzen, so ein Ticken zu langsam. Oh, jetzt, das könnte es sein. Ich bin noch konsequenter, der Edge, der kommt. Hey! Ja, okay. Oh! Oh. Ah, wenn man so reingeht, die Captain Tag haben einen insane Griff. Ja. Und, der hatte keinen Jump mehr. No more. No more Jump und auch vor allen Dingen keinen Float an der Stelle. Das war das Problem. Na, klar, gerne. Da ist ein 3-2 für Geld nur gegen Marley. Für dich? Ja, für mich. Heftig. Aber das ist sehr heftig. Alles. Du bist auf Peach gewechselt? Wir reden nicht drüber. Okay, man ist auf Peach gewechselt gegen Isis. Schade, Marley, aber gute Leistung heute. Aber war gut gespielt. Du hast die Cyber-Kamera. Und war das auf Bode oder Juggle? Und dann auf, naja, auf den Seite. Erstmal wird das nächste. Erstmal. Ben Waddle ist Baumwolle. Das ist der mit dem Flügel. Oh, 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 oh. Auch schöner Griff nach hinten. Aber dann der Chief Red. Nein, das darf man nicht Chief Red. Er hat seinen Flow wieder. Oh, oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, was für ein Flip wert. Respekt! Ausrufezeichen. Konsti zu viel gefliegt. An der Stelle wollte wenn man zu viel. Schöner Tag, schöne Situation. Es ist leider nicht. Es ist schwierig. Das Matchup ist auch sau schwierig. Man muss richtig hart punishen. Das fehlt und bisselt. Da sind so die Mix-Ups, die nicht. Oh, das ist so. Da haben wir gerade eben dann die Dashtag aufs Schild. Und dann statt Dashtag ein Grab raushauen. Weil man ja sich so denken kann, oh, er hat Lopez in der Backer gefressen. Könnte er rauskommen mit einem Shield oder mit einer Rolle? Ich grab mal. Dann ist man auf dem nächsten Level. Und dann kriegt man auch die Chain-Raps. Aber so leider. Aber war ein guter Versuch trotzdem vorher. Er hat alles wieder Shield. Oh, schön. Boah, das Sniper hat nicht. Was ist die Prenzlauer Scharfschütze? Leider heute. Und sie macht sie aber auch schön. Das ja, muss man auch sagen. Das muss man auch sagen. Der Prenzlauer. Oh, das ist schön. Ja, das ist sehr, sehr schön.
lieber nicht so sehr in Captain Falcon reindriften, das ist immer so eine Sache beim Edge gerade, weil wenn man das macht, er kann Full Drifting machen, dann geht's schnell mal, dass er einen einfach so cross-up mit seinem krassen Drift, mit seinem Jigglypuff-esken Drift. Schön. Ja, es ist sehr guter Drift. Aber es war eine schöne Flow-Tight, hat alle Abwehrs gedodged, aber dann beim Runterkommen ein bisschen planloser und auch gut gecovert von Konzi. Es wird... Oh. Das war eine Drift-Combo fast. Da sind diese Shields. Ja, die muss man dann Float Cancel Deckers. Oh, und das war's. Oh, und das war's. Das sieht dangerous aus, gerade hier von unseren Helden auf dem Kopf. Das war's. Oh, sogar mit dem Rage Quit. Mit viel Smash Deck könnte man das überleben, vielleicht, aber nicht mit wenig Smash Deck. Obviously. Frozen. Tut mir leid. Little Frozy. Little Frozy und ich? Tut mir leid, ich wollte nicht sagen. Deine Art dagegen, ich dachte andersrum. Wir folgen jetzt ein Sushi-Restaurant in London. Boah, das ist so fett. Was bestellen jetzt? Was ging? Speedo hat gesagt, manchmal muss man sich als Mann seine Niederlage eingestehen. Den Punkt habe ich erreicht. Touché. Digga, wurde mich einen gesagt. Das ist so eine Legende. Ein Sub? Mann. Ich kann nicht mehr. Abid, dein Korb ist kaputt. Dein Korb ist breaking, ja. Was willst du trinken? Ein Sub? Mann. Nein, ich mach das nicht, Alter. Das will ich nicht. Das ist wahrscheinlich die gleiche Scheiße, mehr von der gleichen Scheiße, oder? Ich gebe zu, dass du Scheiße gebaut hast. Out of bite. Ich hab mich einfach nur ins Band umgehen. Come on.
Warte, 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 ich kann eigentlich... Swift ist 3, neu gegen Banana da gespielt. Ich darf jetzt warten auf den User von E, von diesem Spiel tatsächlich. Oh, schon gegen Soyboy. Wir haben Soyboy, Mann. Sie haben gegen Jolly verloren, das tut mir sehr leid. Er hat ein Game gegen mich geholt, was passt denn? Wie heißt es? Ich muss gegen den Verlierer der beiden. Da kann man 4-2? Wahrscheinlich. Ja, ganz weit. Cool, das ist die Rose. Nee, ist das warum sind die auf FD? Ja, sie sind nur auf FD, wenn es 2-1 steht. Oder? Ja, aber gerade immer Karon gewonnen safe. Deswegen weiß ich nicht, warum die jetzt auf FD sind. Okay, das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Hier sind die, von dir und hier. Oh, so weit. Ja, genau, einfach du Witz. Ein Witz am schnellsten. Nein! Du bist halt Money Matches für Kuras machen. Geld machen. Okay. So, jetzt wieder back to the match. Lass uns schauen, wie viel sie FD gewählt hat. Karon als Marv hat natürlich gute Vorteile, auch wenn er nicht der Beste im Schengen ist, meiner Meinung nach, wenn es recht im Kopf hat. Aber da zeigt er mir, da prüft er mich gleich so wrong, ja. Schöne Pivot Grabs, schön. Wunderschön. Er hält ihn aber fest, er bullied ihn, er juggelt ihn. Juggelt ihn. Ja, jeder Grab könnte jetzt den Tod bedeuten, das wäre das End des Winners Runs von Lil Fusi. Danach beginnt das Ende meines Lebens. Oh mein Gott! Die Side B nach hinten into the Donner. Krass. Da war das 3-0. Ja. Ah, du hast gewonnen. Oder Löw. Okay. Oder so. Ja. Ja, die müssen ja noch spielen. Wir sind weiter unten, aber. Naja, wir müssen ja noch spielen. On stream? Oder? Kannst du entscheiden, glaube ich. Ja. Ja. Ab jetzt alles on stream. Das wird ein Spanninger jetzt. Thank you.
all three man PC Store. Das kommt so auf das klingt sehr interessant. Das klingt, als wären wir da drin, damit die andere kleine Small Streams da reinkommen und unsere Viewerships groß werden. Ja, das ist bestimmt so Werbung für so einen Discord-Server. Ja, ja. Das ist so ein Pyramid-Scheme oder so. Alter, aber da ist gepostet. Seit B, dritter Seit B in der Dane. Bescheuert, oder? Hast du es gesehen? Nee. Ich habe ihn einfach. Guck mal, drei Seit B-Hits. Seit B nach oben. Und dann hat er so nach hinten geeilt. So halb versteckt. Bescheuert. Ein richtig nice Satz sein. Irgendwie Becke und dann noch ein Rest. Was für ein Satz? Nee. Oh mein Gott. Das war doch krank. Wir fehlen noch nach vorne Kameras. Und damit und jetzt kann Rest ist on the table. Der Rest ist vom Tisch. Die Essensreste sind weg.
Es wurde aufgeräumt. Haben wir Restaurant mit zwei, ich sag jetzt reiz hier. Aber wie viele Layers hätte das, wenn fucking Kellner da schon? Wenn der Rest einfach weg, weil Kellner hat aufgeräumt. Schade, Kellner. Schade, Kellner. Mehrere Shoutouts an Kellner. Mehr Shoutouts an Kellner als Rest auf dem Tisch. Weil Kellner nicht alle weggeräumt hat. Genau. So schwer, wenn ein Shoutout schon mehr Rest. Jede Woche gibt es was zu sehen. Ich würde sagen, jeden Donnerstag. Oh, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag. Jeden Tag. Jeden einzelnen. Jeden verschiedenen Tag. Das ist eine Tastatur. Ganz interessant. Er tippt einfach so ein Buch. Er tippt einfach so ein scheiß Arbeit, was er für die Arbeit noch machen muss. Tippt er noch schnell fertig. Schön schnell einen kleinen Code reingetippt, wäre der gleich. Ist das so besser? Ist das so besser? Wir haben total lustige Sachen gesagt, wie hat das keiner gehört? Das ist halt richtig scheiße mit Maske. Ja, wir sind weit weg vom Mikro, ich schrei hier schon so halb. Toll, jetzt habe ich Halsschmerzen. Danke, Stormrap. Oh, macht. Soll wieder ein kleines Comeback? Spaß. Oh, Eine Abwehr. Mikro hat Corona-Abstand. Naja, die. Mikro hat eine Maske auf. Mikro hat im Prinzip auch eine Maske auf. True. Ja, wir tragen ja auch Masken. Das Spiel ist sehr laut. Wir können das Spiel ein bisschen leiser machen. Ja, oh mein Gott. Hast du gemacht? Okay. Ja. So, jetzt kommt gleich. Das Spiel ist jetzt richtig, richtig leise. Ja, da müssen klar, wir alle mit leise reden, damit das Spiel noch versteht. Ja, Game. Oh. Alles klar. Oh. Oh. Ansonsten auch. Oh mein Gott. Okay, das ist das Mixi war nicht gut. Oh shit. Aber Maxi dreht auf die letzten zwei Games, er lässt sich gar nichts mehr. Der scheißt sich nicht mehr ein. Bird hat hier einen Berg zu besteigen. Ja, also der einzige Berg in Berlin. Hier heute bei Viedo. Das ist der, den Maxi gerade aufgestellt hat. Ja. Mit diesem Vorsprung. Der ist auch mit ein bisschen Pappe und eigentlich zusammengeklumpt. Wie jeder normale Berg in Berlin. Genau. Darf ich ein Ergebnis dann sagen? Ja. Für mich 3-0 gegen Jungle. Willst du danach? Dennis? Ah, gegen Dennis. Könnte auch Stream spielen. Ja, gerne. Wie viel? 3-0? Ja. Alter. Gegen Mali hat er 3-2 gespielt. Ja, Mann. Gegen ISIS halt, da fehlt so die Expertise. Wir müssen, glaube ich, tauschen. Der Score ist falsch. Ach. Ja, so, hier, guck mal. Ist mal gut losgelegt, der Herr. Ja, ich glaube, das war ein Steve. Achso. Hast du schon mal gut losgelegt, der Herr? Das war schon gefährlich. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Was macht der da, Alter? Der fühlt sich gut. Ist
steht 2-1 für Lil Fruzy. So wie das Frozen steht. Light. Oh mein Gott. 1-2-3-7. Jan am Kopf offen hier. Schön am rüberfahren. Oh! Jan geht in sich, sammelt seine Energie. Für einen Rest. Genau, einen Rest. Da hat er 2-1. Nein, einer. Einer jetzt rein. Resten ist einer wieder rein. Okay. Jan. Wird das equalizen? Das wäre insane. Ist das eine Abseits? Eigentlich schon, ist das schon eine Abseits, oder? Ja, schon. Ja. Ah. Oh mein Gott. What the fuck, Max? Max, die würde gerade richtig cool sein. Oh. Jetzt kann er einfach mal auf den Rest versuchen. Das wird das cool. Oh. Es bleibt knapp. Wird Maxi wieder komplett ausrasten auf dem letzten Stop, wie er das gerne mal macht. Der Klatsch. Frozen Light. Lil Klatschi. So kennt. Oh! Oh, oh, einfach nur bleiben. Oh, let's go! Game 5. Insane. Aber jetzt auf Stadium. Haben die eigentlich nicht schon auf Stadium gespielt? Ich weiß nicht, aber wenn es doch auf dem Green ist, okay. Oh, oh mein Gott. Er macht's. Oh, Gott. Er restet ihn einfach. Oh, okay. Punish? Und als Prozent ist schon. Fast wäre es gar kein Punish, der hat noch gerade so getroffen. Ah, okay. Ja, oh. Okay. Machst du ihn da am Vorlegen? Spam this flash to support Jan in Smash. Spam jetzt sofort den Blitz. Für Schiller-Gymnasium. Na, oh, ich dachte, wann ist die? Aber es könnte auch einer werden. Oh mein Gott. Maxi maxed out auf diesem Panel. Verrückt. Aber wir haben schon. Ja, das ist Konstantin. Das ist die ganze Zeit schon Konstantin. Wer ist J1 war? Du bist ja ein großer Fan. Ich weiß. Ich denke eher nicht. Der hätte mich ja nicht mal erkannt. Wer kennt sich denn mit einer Maske? Oh! Oder ihn? Ja, er will zu viele so cheap kleine Jan Künstler. Der König. Jan der König. Oh, okay. Aber er hat keine Krone auf. Er hat keine Krone. Oh, okay, schön. Oh. Okay, wenn er das ganz, ganz sauber runterspielt, tut das nichts, aber wenn er große Dinger jetzt rausholt, zum Beispiel das hier, oder das hier. Oh. Okay. Ist ja extrem witzig, wenn auf Maxi geklatschboxt wird. Der ist doch in Japan, der Konstantin. Wer ist das? Wieso will der Jan gegen mich sehen? Kennt er uns? Vielleicht auch vom Schiller-Gymnasium. Ist der auch das Schiller-Gymnasium? Das wäre insane. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh, das alles, was ist er braucht, der Rest, ist back on the table.
Mit, oh nee. Oh nee. Oh. Oh. Okay, Dennis gegen Paula. Spiel. Let's go. Schade. Ich hab die ganzen, hast du ja den ganzen Squad im Chat, ne? Ja. Ich hab die ganzen Leute angeguckt. Kennen die dich? Was geht? Kennen die mich? Was? Kennen die mich? Irgendeiner kennt dich. Ja, viele sind vom Schiller. Ah! Das ist meine Schule. Schiller represent, Alter. Ab geht's. Ja, deswegen. Ari, Darius, was haben die kennst du, oder? Was, Darius kenn ich? Ari, Darius, Timo, ja, echt? Darius? Lange schwarze Augen. Ja, klar. Ja, das ist ein Schiller. Timo, warte mal. Conny, also die Familie, so ein kleiner Chinesen. Ja, sagt mir das tatsächlich. Let's go. Jeremy? Das geht, Leute. Hallo, Darius. Ich war in ganz klasse. Let's go. Von dem, danke fürs Erscheinen. Ihr habt Power abgebracht. Geupsteppt fast mit dem siebten Platz. Damit auf jeden Fall das beste Gymnasium auf diesem Turnier. Schon. Letztes Mal fünfter sogar. War es fünfter oder so? Letztes Mal fünfter. Letztes Mal fünfter. Ah, schade. Und dann gegen Geldmann rausgeflogen und da habe ich. Ich habe keinen einzigen Edge gehabt, aber ich. Das ist echt sehr. Schwierig, ist schwierig. Manchmal. Gegen Dennis wollte ich auch nicht mal. Das stimmt, aber Dennis ist auch gut. Moin, Hit von. Oh, Tuffkap, was geht? Genau wenn. Hörst du das? Konstantin? Ja, wer ist das? Das ist Jeremy. Das ist Jeremy, okay. Da schreibt anstatt Hörst das Konstantin. Ja, let's go, Alter. Wie hoch sein hochgegangen ist am Stückchen schon. Was? Sind die Viewerzahlen hochgegangen? Ja, ja, also 9 Mann sind da, glaube ich, gewesen. Jetzt sind gerade 8. Ah ja, da ist einer gegangen von deinen Freunden. Okay, ist auch nicht mehr so hype, wenn du nicht mehr drin bist. Ja. Aber ich glaube, danach bin ich dran, ne? Im Winners Finals. Ja. Cool, was wäre ein definitely needed proper Gamer Tag? Wer du denn? Sagt ja denn zu mir. Zu dir? Hört das gut? Hört das gut. Hört das ein extrem guter, also ein bisschen Brand mittlerweile. Ja, schon. Jetzt ändert auch. Einfach der nächste King. Du musst erstmal krass werden und dann retired und dann darfst du jeden Namen immer wechseln. Ja, das stimmt. Ja. So wie Dennis und ich. Aber erstmal musst du groß werden. Und Maxi auch. Wir dürfen alle unsere Namen einfach ändern. Aber erstmal muss man aufhören. Aber auch nur so halb. Ja, aber ganz sagen. Aber ich hoffe, jemals auch den. Ich hoffe, Heiki, dass Dennis ins Winners Finals kommt, weil ich glaube, ich verliere gegen beide Füchse heute. Das wird nichts. Schön. Oh. Team Jasmin. Junge, so will man das. Das ist ja hier Prince of Death. Prince of Death. Schön, das ist das Prince of Death Ditto. Ja. Aber es ist vor allem, also. Prince of Death sehr cool. Aber ich bin immer noch Team Jasmin. Till the day I fucking die. Let it off. Oh! Was? Wissen die erst seit jetzt, dass du spielst oder was? Warum sind die das erste Mal dabei? Ein paar Fahrrad schon vorher dabei. Achso. Heute irgendwie haben wir Lust. Wir können ja auch mal spielen. Oh! Oh! Was war das, Alter? Das war extrem weird. Oh, fuck. Okay, das, der hat wehgetan. Der hat nochmal wehgetan. Oh, Dennis. Oh. Oh mein Gott, Dennis! Oh! Alter, was ist denn das? Schön! Oh mein Gott, ey, das ist. Der ganze Stock war komplett verrückt. Hätten einfach einmal über die Stage gefickt. Also, das Beste wäre noch, wenn Geldmann anstatt einen jeden Euro zeigt. Geh Euro. Wäre das nicht ein bisschen too much? Oh nein, 68, Alter. Der tut weh. Ich hab den kompletten habe ich seit Jahren nicht gesehen. Das ist ja, ne? Er war umgedreht. Oh mein
Gott. Nicht nach unten halten. Genau. Nicht nach unten halten, das ist eine ganz schlechte Idee, Leute. Meine Damen und Herren. Oh. Das könnte jetzt mal mit dem Fehler. Oh, das war aus Versehen. Das war auf jeden Fall aus Versehen. Die V oder was? Ich glaube, er wollte eine Double Jump lernen. Das ist eine sehr, sehr komische. Double Jump F-Smash, oder? Der Double Jump Cancel und dann Regrab halt. Ach so. Weil das macht er halt. Oh, und diesen Down. Der Toad war aus Versehen. Der einmal am Wochenende Toad, jetzt geht er nicht mehr. Oh. Okay. Ich bin ein bisschen greedy, aber so kennt man ihn. Er will immerhin das Geld. Oh nein, wisst ihr, was ich gerade realisiert habe? Ich glaube, Geldjäger ist FDP-Wähler. Oh no. Deswegen ist Konzicki Dennis. Das, ja! Deswegen ist Dennis gerade so richtig. Oh. Ja, ja, weil er sauer ist, Alter. Oh, Tuff kommt mit dem Sub. Herzlichen Glückwunsch an Karon für den Super 1 Sub. Arthur, du hast einen Sub bekommen. Ja. Let's go. Vielen Dank für den Sub, TuffCap21. Alter, der giftet immer. Echt, ne? Ja, der sitzt von Dennis Chat und der giftet da auch immer vom Sub. Geil, Alter. Und dann sagt er mal Tschüss. Willkommen im Chat. Nein, oh, okay, warte. Come for the gift sub, stay for the man. Oh. Oh, ey, Dennis, das war crazy, was Dennis da probiert hat. Ja, ne? Deswegen ist. Deswegen ist Geldmann schwarz-weiß gekleidet. Was? Achso, wegen FDP-Wahl. Ey, ey, ey. Oh, schade. Oh. Oh mein Gott! Wieso machen hier alle so schmutzige Scheißbikes? Was ist los mit euch? Oh mein Gott! Ja, die Venues in Charlottenburg. Haram Roy 9 sagt die Venues in Charlottenburg, oder? Ist das okay, wenn wir uns doxen? Ne, ja, das steht auch dann. Die Venue ist in Charlottenburg, ja. Das steht auch bei. Die Regenstraße 26, kommt vorbei. Das steht auch das bei. Steht sogar links, das steht da sogar links unten. Nachbarschaftszentrum Divan e.V. Das steht sogar im Bracket drin beim Smash EG. Wir sind komplett gedoxt. Naja, vor allem, das steht im Smash EG drin. Oh mein Gott. Wo das ist. Das steht vor allem aber auch auf dem Streamer, weil er hätte nicht mal fragen müssen. Oh, Schildgard, die ist auch wirklich klein, muss ich auch nicht sagen. Schön. Dennis hat sichtlich die Schenkers geübt. Oh, noch was anderes. Oh! 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 Crazy. Ja, wenn Dennis das verliert, muss ich mich gegen irgendwelche Foxbands behaupten, Alter. Gar kein Bock. Oh, der Dennis! Oh mein Gott. Das ist insane. Das war wahrscheinlich nicht absichtlich, aber es war insane. Ja. Nee, das war absichtlich natürlich. Es war ganz sicher absichtlich. Ja. Oh, ein Saturn. Oh. Ah, der war schon im Startup. Schön. Ist kalt. Ah, schade. Schön. Okay, kriegt er ein bisschen Damage noch? Schon knapp. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du zu greedy damit, aber es scheint ganz gut zu klappen. Nee, das war. Oh. Oh, schön. Schöner Wave Dash Back. Oh, schade. Ich bin kurz davor gewesen, als zu Shield Grabben, dass das geklappt hätte, aber. Das ist okay. Ich hab viel, viel Schaden gemacht. Das ist cool. Hier muss Geldjunge echt ein bisschen arbeiten.
Oh, schön. Oh, insane. Mein Gott. Oh, no. Oh, das hat. Ja, okay. Das war gefährlich auf jeden Fall, aber gut von Dennis. Oh. Das ist so viel Damage auf dem Kass. Ja. Schön. Okay, oh, ein böses Schritt jetzt. Oh, schön. Oh. Schön. Das war so schnell. Ja, toll. Er ist so gut. Vor allem hat er einfach so, in einem Stock hat er zwei Stitches, einen Satin und einen Lightsaber gezogen. Ja, und hier hat er nichts gezogen. Nichts? Doch, der hat einen Saturn. Aber schön, einen Saturn. Aber der Saturn ist ich ein bisschen Fünfter, oder? Wenn ich hier rausfliege? Ganz kurz. Wenn ich hier rausfliege, bin ich Fünfter, oder? Sind da nur die beiden Wasser und die beiden? Ah ja, stimmt. Nee, warte, warst du Winners? Nee, oder? Doch, Winners? Fünfter. Nee, Losers Quarters ist Fünfter. Losers Quarters ist bei drei Siegen. Ich hab hier gegen Banane gewonnen vorher noch. Wenn er guckt, ob du Geld kriegst. Die sind halt erst dieselbe Runde wie ich. Nee. Oh no! Naja, nee, darum geht's. Kein Homie-Stock, kein Hatzen-Stock. Wir sind hier, hier geht's um alles. Hier geht's vor allem darum, dass ich nicht nochmal gegen den Fox spielen muss heute. Oh. Ist auch kurz davor, dass der. Aber so wie Dennis gerade spielt, so ist auch. Dennis spielt das Ding. Aber ich hätte auch einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, gegen den Fox zu spielen. Ja, aber Dennis ist halt auch immer so gegen den Start so. Na, ja, der aber ich bin so extrem. So confident halt ein bisschen, glaube ich. Deshalb, ich glaube, das würden wir halt gegen Geldjunge und Maxi schon übernehmen. Ja. Dennis ist halt auch immer so, wenn er einmal so richtig verärgert ist, dann kann er gar nicht mehr spielen. So. Ja. Man kann im Moment richtig schnell gehen. Man kann ihn gut. Oh mein Gott! Ich kann ihn so brechen, wenn man seine Nummer hat. Oh, aha. Oh. 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 Fuck. Oh mein Gott! Was? Was geschieht? Oh. Ja, Panenke! Junge, was? Oh mein Gott, das ist ein Sheetbreaker. So viel Downsmash. Nice. diese Downsmash sind genau was. Diese Downsmash 4 Hits oder so? Diese Downsmash sind genau was mit der Wirtschaft passiert, wenn wir die FDP wählen lassen. Regieren lassen. Das reicht! Can you elaborate? Nein! Ich refuse to elaborate. Problem ist halt, was gibt's für eine bessere Alternative als mit FTD und was? Homie Stock. Was? Achso. Ja, komm, wir machen jetzt kein Polit-Commentary. Neue Wahlen. Linke 99%. Ukraine-Koalition. Die Jugend. Okay. Ich finde das der lustigste Gedanke. Das wäre so. Also es wäre dystopisch, aber es ist sehr witzig jetzt. Minderheitsregierung, weißt du, so jetzt mit Minderheitsregierung mit dieser einen, die einen Sitz haben. Die SSW. Ja, aber die Minderheitsregierung. Die SSW sind stabile Kings, Alter. Die Dänen. 55.000 Votes, let's go. Es wird nicht genug Silber mit in den Norden gebracht oder so. Das sagen die dem. Hast du die ihren Wahlwerbung wohl mit? Ja! Das sind einfach nur Wikinger. Die haben Wahlwerbung mit Wikinger. Oh! Ja. Sie twitzen. Ja. Ist vorbei! Oh mein Gott! Du musst hier. Dennis hat gewonnen. Krass. Du spielst. GG. Spielen wir jetzt, Arthur? Ja. Ey, will ich schon. Ja, geil, Alter. 3-1 was, ne? Ja. Schöner Faden, also. Mann, was für Boomer, die bannen einfach auf den. Leute, da müsst ihr nicht bannen, ihr ruiniert es für alle anderen. Ja, wie die darüber bannen immer. Ja, das ist ein richtiger Boomer-Move. Einfach X drücken auf dem Stage-Let-Screen, PSA für alle. Weißt du jetzt, wenn man auf dem Setup-Friendly spielt, dann musst du immer das Z drücken. Was, ja, auch was die Boomer auch nicht wissen. Ja, vor allem, die müssen dann wieder nochmal zurückgehen, nur damit die alle zeigen, weil. Oder, ja, Z, oder drücken. Z drücken halt, aber. Mal sehen, ob ich es wissen will.
das Game geht los. Ein Klassiker, ein Berliner Klassiker. Konati Boy, Kobobi, Bad Atze Sommer, was weiß ich. Oh, Unlucky. Das ist eine böse Kombination mit der Kamera. Wenn man die Kamera nämlich so hochzieht und nach außen zieht, gerade bei Pokémon fällt man ganz, ganz schnell, ganz leicht in die Stage. Das ist als Puff ein guter Trick, wenn deine Gegner so hoch zurückkommen, aber dann landen wollen oder einen Ledge wollen. Du gehst aber so weit, dass die gar nicht sehen, wo die Ledge ist. Richtig hinterlistiger Trick, richtiger Puff-Move. Wann kommt UCF mit so war das hier auch fix. Ja, da muss man sich auch dran gewöhnen. Also. Ja, aber das an, halt an Melee irgendwas zu ändern ist unmöglich. Die Down-B war mutig, sag ich mal. Aber geil gespielt. Dennis gönnt sich auch ein Siegerbier aus dem Kühlschrank. Ja. Der Up-Tilt tötet, weil wir auf Pokémon sind. Ist das wirklich die beste Stage hier, Leute? Neutrale Stage. Armin, was sonst? Da die Frozen. Oh, das stompt nie. Das hat er geübt. Das hat er Oh! Da lässt sich Arthur von der Becke treffen. Oh, das Movement war smooth. So, der erste Grab. Arthur ist sehr. Oh. Ja, er muss halt langsam wieder gegen Arthur. Oh, das Slide of Up Air. Nice. Aus der Kombo sich befreit. In die nächste reingegangen mit einem schlechten Grab. Recovered hoch. Wird gejuggelt dafür. Frisst ein paar Aerials. Okay. Oh. Konati kann hier nicht reinkommen. Der ganze Sack könnte er nicht reinkommen. Oh mein Gott, dieser Falcon Punch. Was für eine richtige Konati Recovery mit dem Falcon Punch. Sogar mehr oder weniger durchgekommen. Ja, genau auf den Mars. Nicht mal auf die Ledge. Aber mal sehen, ob sich das Momentum wieder dreht im Sack. Ein böser Downthrow, aber. Die Grabs an der Ledge sind gefährlich, aber Konati weiß damit umzugehen. Er kennt das Matchup. Er rollt und rollt, um den Grabs zu entkommen. Kein Update von Karon an dieser Stelle. Immer mehr Sidebeast. Und immer weniger von Konati Boy. Oh, wow. Oh, da hat er erwartet, dass die Vor- der Driften war nicht bereit zu springen. Oh, das war echt. Not like this. Can we get a not like this in the chat? 1-0 für Karon. Yeah, thanks, Iron Boy. Ouchies. So. Konati counterpick Dreamland, weil Marth nicht töten kann. Ganz anders als Captain Falcon. Weil Marth einfach nicht zurückkommt, da ist es schon. Da kommt Marth einfach nicht zurück. Gute Stage-Wahl, gute Combo, guter Finisher. Der erste Stock geht an Konati Boy. Er rennt einfach rein mit dem Smash und es wird belohnt. Oh, die Up-Smash-Combo. Okay. Falcon Marth macht so Spaß. Ja, schon. Der Downhill war böse. Der Downhill war böse. Ja. Karon ist. Ich würde sagen, er ist patient und kriegt die Grabs. Oh, 2 Neutral Airs. 3 Neutral Airs. Der Juggle, er lässt ihn nicht auf die Plattform. Und wenn er auf die Plattform kommt, kann er nicht stecken, weil er wahrscheinlich ausgelockt ist. Das waren 5 Up-Airs into den S-Mesh. Insane. Wird Konati zurückkommen? Nein. Arthur grabt sich Ledge. Und ist ein Stock in the Lead. Jawohl, er lässt sich nicht von dem Downtilt oder von der Down-Air treffen. Und schafft es auf die Stage zurück und Arthur mit den Fehlern. Hat wahrscheinlich den Double Jump verkackt. Jetzt ist Konati Boy dran mit der Combo. Schön. 45%, dann hat er sie gedroppt. Sehr even das Game gerade, dead even. Oh. Ja, die VDS. Kann Konati Boys umdrehen, da ist es. Ah, er kann es nicht verwerten. Okay. Beide Train-Hits, Down-Tilt und Tuff. Nie. Davon lebt Arthur nicht. Er hat einen sehr früh AB gemacht. Hätte er klappen können, wenn er damit Konati Boy getroffen hätte. Wäre er zur Stage zurückgekommen. Oh, ein
ein Kompliment für das Commentary. Danke an Doomloot. I'm trying my best. Ich bin rausgeflogen, I might as well say words now. Wenn hier sonst niemand ist. Weißt du, Winners Finals, das sind unsere beiden besten Spieler heute hier. Und es ist niemand on the commentary. Oh. Den Update hat Konati nicht erwartet und ich genauso wenig. Ja, der Edgeguard. 200%, da 197% musste Arthur herauflegen, um den Falcon zu töten auf Dreamland. Deswegen ist dieses Stage so gut für ihn. Oh, der Ledge Dash. Kann man es abhissen, wirklich crispy. Diese Juggles, die er macht. Insane. Ich glaube, ich drehe mich mal ein bisschen von denen weg, dass sie mich nicht so gut hören. So, jetzt rede ich weg von denen. Das Team ist abgelenkt. Und Game 3. 1-1. Ups, oder? Game 3. Arthurs Counterpick, da er gerade verloren hat, geht auf Yoshi Story. Wo Falcon wiederum sehr früh stirbt, um Arthur kein Problem zu töten. Und selber auch jedes Mal zurückkommt, weil die Stage eh nur sehr klein ist. Oh, die Abwehr, er wartet, okay, perfekt. Oh, noch eine Abwehr, noch eine Abwehr. Geht für F-Smash. Der Downhill war böse. Oh, aber der F-Smash trifft nicht. Okay, wie kommt an den Ledge? Kann es aber nicht ausnutzen. Während Arthur ihn über die Stage trägt. Ja, ja. Oh! Der Konati Boy Special. S-Smash als gutes Mix-Up. Oh, die Abi als Not-Move. Ja. Konati stompt auf der Plattform rum. Schon wieder zweimal. For good measure. Ich hoffe, dass Arthur reinspringt und er eine Kombo starten kann davon. Aber Arthur bleibt ganz geduldig unten, bis er die Chance hat, mit Abwehr zu juggeln. Dann kommt er hoch. Die Get Up Attack shieldet Konati und convertet es, aber kann die Abwehr nicht. Die converten und da ist Falcon tot. Auf Dreamland hat er es gewonnen. Und es geht weiter. Die Grabs an der Ledge schon wieder. Da muss Konati aufpassen. Da hätte er fast sterben können. Die Down B kann er tatsächlich in einen Grab verwerten. Ja, die Falling Abwehr in Tool Abwehr, jawohl. Mhm. Das Windrad hat wieder zugeschlagen. Beide schenken sich nichts hier. Beide mit zwei Stocks. Anyone's game. Anyone's set right now. Oh, die volle Zeit, die alle getroffen haben. Die Fall erst, um Konati bei Ross zu tragen, um wichtige Prozent drauf zu hauen. Da ist er zu weit weg, um zurückzukommen. Da Arthur sich an die Ledge hängt. Oh! Da hat er die AP gecatcht. Mit dem Stomp und Arthur in die Hölle geschickt. Wenn ich Ausrufezeichen Clip mache, macht das automatisch. Wo ist hier Enter? What the fuck? Was ist diese Tastatur? So, oh, die Leckerbo! Die beiden schenken sich gar nichts hier. Das war ein schnelles Ende zu einem langen Match. 2 Minuten 42 auf Yoshi Story mit zwei schnellen Killern. Overlay. Karun führt 2-1 über Konati Boy. Konati hat nicht so viele Alternativen, um die Stage zu wechseln. Auf seinem Counterpick, der er schon gewonnen hat. Und beide stürzen sich in den Tod. Ein wichtiger Trade für beide. Three Stocks apiece, die Abwehr ist. Oh, da hätte er früher machen können. Aber er hat ihn von der Station gekriegt. Arthur kommt zurück. Mit einer sehr späten Abi. Was meiner Meinung nach genau der richtige Move war. Und Konati lässt sich von dem Downhill treffen. Er ist frustriert, man sieht es ihm an. Schafft den Gentleman nicht, der Downhill ist out of range. Der Downhill trifft. Abwehr, die zweite Abwehr trifft nicht. Aber die Backer. Und damit sind beide bei 2 Stück. Oh, das Strainy hat getroffen. Der Upsmash, eine sehr interessante Entscheidung. Oh, da zieht er ihn von ganz hinten nach ganz vorne und die Double spiked nicht.
Da hat Arthur leider den Weak getroffen. Nati fühlt sich sehr wohl auf den Plattform oben. Möchte nicht von oben auf Martha runterkommen. Eine schlechte Position für Falcon. Die Pim Setup ist nice, aber das finde ich nicht. Ja, ja. Er kriegt viele Grabs an der Ledge. Er schmeißt ihn oft runter, genau, von Karan. Mhm. Aber er kann es nicht finishen. Der Konati kommt zu oft zurück. Dieses Reverse Knee war sehr groß für Konati. Oh, und da ist sie früher. Abi hat sich fast ausgezahlt. Doch Konati bei 0% bringt das nicht ganz so viel. Oh. Fall Throw und er smasht Tipper. Und der Konati cancelt seine Abi mit der Ledge. Oh, und da sind die bösen Abwehrs von Karan wieder. Und Konati haut selber ein paar Abwehrs aus. Combo kann ihn verwerten. Abwehr. Warum denn Upsmash? Oh. Oh ja, und er kriegt die letzte Abwehr. Und damit schiebt er Karin weg. Er refresht seine Invincibility und macht den Edge Guard perfekt mit einer Get Up Attack. Eine unglaubliche Leistung dabei gerade hier. Ein unglaublich spannendes 2-2. Winners Finals. Der Loser muss gegen den Gewinner des nächsten Matches. Geldmann versus Maxi? Nein. Oh sorry, Maxi versus Young Ulrich. Lalli Fruzi versus Young Ulrich, so. Okay, auf Yoshi ist es. Warte zuerst egal. Okay, FD war noch frei. Okay. So, ich beginne mit einem schnellen Stock für Arthur. Ein 2-2, ein sehr krass spannendes Spiel. Beide geben sich gar nichts. Arthur kriegt viele Throw-Setups an der Ledge. Kann sie nicht so gut verwerten, wie er vielleicht wollte. Konati hat einen krassen, einen AP-Caller mit einem Stomp Gun fortet, habe ich geklickt. Was hat er? AP von Arthur gecancelt mit dem Stomp. Einfach, also okay, unterbrochen, genau. Das war krass. So, aber, Ja, hätte ich nicht gedacht. Er muss kreativ werden bei diesen Recoveries. Vielleicht etwas zu kreativ. Vorhin hat er mit, den Double Jump hat er genommen mit der Abwehr. Und er geht an den Ledge. Perfektes Timing, lässt sich nicht von dem Schwert treffen. Und das war auch wichtig. Denn er ist immer noch ein ganzes Stock hinten auf Arthurs zweiten Counterpick. Und Marth hat da freie Wahl mit seinen Grab-Combos. Und das Dachen ist auch super gut. Er hat schon F-Smash, er hat Forward S avoided. Mit seinen AB. Drift. Aber Arthur schenkt ihm. Oh, das war schlecht. Das war eine böse Entscheidung. Bei 17% springt er da viel zu weit von der Stage. Das kann passieren. Marth Side-B trägt einen weiter, als man denkt. Aber Arthurs. Abwehr-Juggles sind wirklich on point heute. Oh, das sollte ein Short-Up werden. Er trifft ihn ganz böse nach seinem Double-Jump. Hat keine Chance, da zurückzukommen. Da ist Lugit, ein Grab an der Ledge und der kann schon wieder nichts ausmachen. Ja. Konati heute wenig mit Knees unterwegs. Fast nur mit Abwehr getötet heute. Ja, nach dem letzten Floor hat er sich nicht rausgetraut. Das ist die Abwehr, ja. Zu spät. Er kommt in die Abwehr. Nein, er versucht das nie. Jawohl, die Get Up Attack konnte er reagieren. Mit einem Knee-Punch ganz einfach. Nee. Da war er zu weit weg. Beide im letzten Stock ihre Winners. Ja, Winners-Stock. Oh, kann natürlich mit einer wilden Side-E. Arthur könnte fast in eine Kill-Kombo konvertieren. Sieht nicht gut aus für Konati gerade. Jeder Stray-Hit könnte kombonen in den F-Smash oder in den Neutral. Abi, ja, er lässt sich ganz viel Zeit damit, Arthur. Er lässt sich die Zeit. Er kann die Zeit. Er kann nicht auf Plattform landen. Der Abi tötet fast nach oben. Und F-Smash. Und F-Smash-Tipper killt nach oben. Damit ist das Set vorbei. Karin gewinnt knapp mit einem 3-2, aber mit einer guten Leistung von beiden. Gewinnt das Set. Und haut damit Konati Boy into Losers. Konati darf damit gegen den Gewinner von Lil Fruzi und Young Ulrich, welches nun on Stream folgen wird. Interesting. Max? Dennis? Ich kann nicht, okay? Achso, ja, kann ich entfernen. Maxi! Der Dennis ist doch gerade draußen. Achso, man, es tut mir leid.
3-2 für Karan. Wie viel wärst du bereit, für so eine Tastatur auszugeben? Ich sehe gerade ja deine Seite auch noch so Licht. Jo! Vor allem sieht man auch gar nicht, wenn man hier sitzt. Hast du Tastatur? I don't know. Ich meine, der Pegel ist schon sick. Der ist schon sick. Meine haben so Tasten, also zum lauter leiser machen, aber. Das ist schon sehr sleek, sehr klein, sehr elegant. Meine haben Tasten, aber die funktionieren nicht mal. Seit irgendeinem Windows-Update funktioniert einfach die Funktion von meinem Keyboard nicht. Das ist so weird. Wenn du eine Ahnung hast, wie man das fixen kann, dann sag's mir. Aber ich habe schon vieles ausprobiert. Das ist nicht drin. Da sitzen sie beide. Das heißt, ich kann eintragen, wer wo sitzt. Das ist nicht Konati Boy. Das ist Little Fusi. Dann ist doch gleich der Twitter-Tag und so. Das ist alles gespeichert. Das ist mega krass. Oh. Ne? Das ist so ein englische Tastatur? Ach nee. Das ist doch. Alles von englische Tastatur. Gibt's die dann hier oben? Wer zu ist hier? Stimmt. Oben. Ja. Krass. Weird. Und zwar. Es war Jonas alles, ja. Es hat alles mitgebracht. Das ist crazy. Das Interface hat er selber so gemacht und eingestellt. Das hier? Ja. Oder was? Das meine ich. Nein, das alles ist von irgendeinem anderen Mediaspieler. Ich hab vergessen, so ein Ami halt. Paulon ist noch schwer, oder? Hm? Paulon, genau. Paulon. Wie wir Deutschen sagen. So, was spielt er mit Peach? Blaue Peach. Es steht nicht 3-2. Es steht schon jetzt mal. Geht schon los? Nee, was? Das ist ein langer Handwarmer. Das ist ein Handwarmer. Karin hat das so. Heißt es, die beiden tauschen, oder? Ich glaube schon. Was heißt das? Und Stream ist schon drin. Also. Team Jasmin ist auch schon. Guck mal, alles drin. Hier stehen noch zwei. Also kommt noch gleich. Aber was soll das hier? Vielleicht Clear, oder? Oh, okay. Ah ja, okay, einmal Refresh, ja. Warte, Refresh. Da ist der Auto-Update. Oder? Achso, hier kann man, dann kann man los live. So, okay. Sieht alles gut aus, ne? Der ist ja. Gut aus. Die Match darf das sitzen. Remote, okay. Ja, wir haben Giftzap bekommen, also Karin hat einen Giftzap bekommen. Hier. Warum ist es Karin? Warum ist es, oder ist es nicht Berlin Smash? Es ist Berlin Smash, aber Karin hat gesubbt quasi. Weil, so. Weil Top Cup ihm eins geschenkt hat. Ah, okay. Ist Berlin Smash, wir spielen nicht über Karin. GG Stark ist da, stimme ich sehr zu. Louis Banana Boy. Louis Banan. Banana Boni. Ja, die Handwarmer sind auch sehr stark. Ich brauche mehr Bier. Oh, guter Punkt. Ich glaube, ich trinke Wasser. Nein! Ich dachte jetzt. Okay. Handwarmer sind drin. Ist ja beides S-Tier, also. Schon, ja. Was will man mehr? Wie wir jetzt. Wissen. Achso, Winners. Warte mal, steht es hier nicht? Oh, Winners Final? Ah, Winners Final, das ist falsch. Da muss doch geändert werden. Hier. Losers Final, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Winners Finals. Finals? So, ganz viele Down Smashes bisher. Losers Finals. So, genau. Es geht los. Ich find's so cool, Lil Fusi hat halt so wenig Waiting Frames. Das kann. Ja, das kann auch richtig gut, Alter. Seine Upsmashes kommen out of nowhere. So wie bei dir, seine Shy Upsmashes? Insane. Oh, ja, der Regrap. Den Regrap, genau den. Genau diesen Regrap auf Fox hat Dennis gelabt, wie sonst was. Er hat seinen Fortschritt auf Twitter nämlich notiert. Hat sich immer wieder korrigiert, so. Bei wie wenig Prozent sein Regrap true wird. Er ist schon bei 5% runter. Alles über 5% kann einfach true Regrap. Deswegen ist das sehr spannend, eben jetzt gerade, wo so viele Foxes hier sind, wahrscheinlich hat er das deswegen gemacht. Es ist sehr spannend zuzusehen, wie er das in Action benutzt. Gegen Geldmann hat es ja schon gelohnt. Ja, gerade gegen Geldmann, das war so zurück wie. Kommt er zurück? Der war zu steil. Oh, der hätte nach links gehen können einfach, oder? Ah ja. Da hat Fusi schon die ersten beiden Stocks genommen tatsächlich. Von Dennis. Oh, der sniped fast. Oh, er wurde nicht bei der Fusi. Ja, Drillschein. Und Shield. Die shuffled. Hit and turn around. Ja. Okay, jetzt macht er locker Down Smash von der Plattform. Nee. Einfach so. Oh. Dennis ist. Oh, Grab. Mit seinen. Oh.
Ja, schönes Mix-Up mit dem Side-Throw oder mit der... Oh. Er hat die iMixer aber auch nicht. Also. Oh, gebombt. Das war die Box auf jeden Fall. Hate to see it, hate to see it. Ja, er gibt ihm nicht den Downsmash, den Dennis haben will. Doch, da ist er. Das sieht man auch selten. Crouch Cancel into Shield, aber das hat er gemeistert. Also, wenn es Crouch Cancel into Downsmash, sieht man nicht häufig. Nein, ich meine, dass das Fox getroffen wurde am Anfang und trotzdem danach noch ein Shield rauskriegt. Ach so. Oh. Diese Aerials sind so schnell, aber nicht schnell genug. Bisschen. Wie ist das noch? Schon wieder ein bisschen zu knapp. Er versucht hoch, aber. Das geht von der Edge. Turner Krüger. Dennis holt gut auf. Der lag mit zwei Stacks zurück und jetzt ist wieder ein Even Game. Passt. Macht ja noch den kleinen Vorteil. Ein Up-Smash müsste reichen. Da ist er auch gut drin. Oh, da konnte er dann keine Hit-Trail machen nach dem Down. Oder so was ein fair oder fair Hit. Naja, das wäre zu langsam, oder? Ha? Wäre zu langsam, glaube ich. Deshalb lieber das kann. Oh, da wird der Ledge gerade auf. Ledge kann denn das. Und dann hat er das erste Game zurückgeholt. Er hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht gewinnen. Die Neutral Stage gehört mir, sagt Dennis. Und wirft den dreimal von der Stage. Krasse Leistung. Mal sehen, ob Maxi da zurückkommt. Ne? Ja, ganz gut. Ein Fusi-Lover am Start. Oh, Jab 1. Oh, verwandt schon. Wave scheint zu weit. Oh, Power Shield in der Turn. Ja, das ist dann von Nicky manchmal. Oh, und die Abwehr hat er getroffen. Da hat sich Jango ruhig zu nah an die Stage getraut. Ja, was war das für Nicky? Power Shield into Upsmash oder anderen Pfanne direkt von der Kante, den Get Up Attack oder so kann ich. Ja gut, dazu müsste er gegen einen Get Up Attack, ne? Aber man kann, ja, wenn man reagiert, ist wahrscheinlich automatisch Power Shield. Oh, oh. Da ist der Up, ja, auf der Plattform. Ja, der No Impact Landing. Double Jump Cancel Landing. Das geht. Ich wusste, dass du es bist, ne? Nein. Yes. Oh, da hätte der A-Cancel gefehlt, kann das sein? Ich hätte einen Up-Tilt und dann Abwehr machen können, aber ich glaube, da hat er den A-Cancel nicht genommen. Ist auch schwierig mit der Forward-Air, man weiß nicht genau, wie viele Hits. Der Hits dann, das verschiebt Faktor, sich. Ja. Das ist bei Drill-Moves natürlich besonders schwierig. Ja, genau, und dann noch das Fast-Fall-Timing zu bekommen. Genau, das Fast-Fall-Timing, wann kriege ich das, kriege ich überhaupt, wie viele Hits treffen. Da sind die 7 Frames, die man hat für A-Cancel, doch auf einmal ziemlich schwierig. Oder man Edge-Canceln nach Waveland und dann ist Edge-Canceln war jetzt nicht drin, leider, ne? Ja, die Kombo weiterführen wollte. Oh, der Grab von hinten. Der Downs wird auf der Plattform gepunished von einer Backair. Wovon er nicht stirbt. Oh, der Grab ist nichts. Ist das hätte böse hätten können. Nein, das ist nicht der. Oh, das ist ein Movement. Oh. Der Downsmash. Schon ein komischer Move. Warum steht der denn da? Oh, Lander mit der Forder. Oh! Diese Wave Dashes sind insane, Alter. Die Maximum Length Wave Dashes auf der Box. Weißt du, man sitzt neben dem, man spielt Melee, neben dir hörst du einfach, wie er seine Masterarbeiter eintippt auf dem Ding. Das ist so anstrengend. Als ob man ein Mechanical Keyboard spielt, aber direkt neben dir. Noch lauter. Weißt du? Guck mal zu, wie der Tipp ist. Hm? Ja. Ja, Mann. Oder? Kampf, oder? Game 2, ja. Der Mainz hat eine Fusik. Who are these two players? Wrong answers only. Armada und Leffen. Ich wusste, dass das was. Spielt er denn Peach gegen Leffen? Oh. Wollt ihr ran? MacD und das Doch, natürlich möchte ich kommentieren. Oh mein Gott, wie viel Game ist? Wie viel steht's?
Also 1-0 für Johnny Prince-Luberg. Für die Prinzessin. Alter, Prinzessinnenberg. So, jetzt muss ich mich erstmal hier reinfinden in das Game. Wie ist so die Dynamik? Erzähl mal. Ja, die Dynamik ist. Prosi liegt 2-1 vor. Naja, er hat einfach verloren. Let's go. Aber ich weiß nicht, ich bin da nicht so ganz in den Köpfen, aber die Downsmash sitzen gerade. Die Downsmash sind on point. Alter, das sind die Box-Kombos. Ja, ob es eine Nair ist oder eine Fair, fühlt sich so gut in den Follow-Ups auf jeden Fall. Ja, der mich fliegt auch immer ganz flach über der Stage. Oh, genau. Das an. Die shortesten Hops hat nur Fruzy. Wir sind nochmal so 2 cm shorter als mit dem GameCube Controller, weißt du? Naja, warte mal, wusstest du, dass wenn du einen Aerial Input direkt. Je früher. Diese Upsmashes sind krass. Der Upsmash covert die ganze Stage. Die ganze Stage. Es ist komisch, dass er das reingepatcht hat, aber. Ja. Hier in Berlin Nintendo spielen wir mit einer Version, wo der alle Fox Hitboxen doppelt so groß sind. Fun Fact: Fox Upsmash in Berlin kann man jetzt. Kann man einfach spammen. Dafür haben die den Rest Hitbox einfach entfernt. Und Shine ist auch Invincible. Frame 1 bis 30? Genau, komplett. Aber Jump-Cancel den nicht. Immer noch an Frame 4. So. Genau. Das musst du dir überlegen: Willst du Invincible sein oder willst du Kombos? Wie Legend Invincibility. Die quasi ein Confirm. Obwohl der weg ist. Fox ist einfach, du denkst, das ist so der weiße Fox in Doubles, aber der ist einfach konstant intangible. Kann nicht getroffen werden. Apropos, speaking of Doubles. Ja, ich sag ja, die Jingles hat er geübt. Speaking of the Doubles. Die Edgeguards kann ein Double-Turnier danach. Weißt du, oder? Okay. Oh, wer? Niki auch gerade heute darüber gepostet. Oh, shit. Stimmt, ich hatte so Peach Tech gefossen. Ja, das auch. Die Instant Back Air. Die Videos muss ich alle sehen. Waveland. Das hat Dennis auch nicht incorporated. Aber. Oh mein Gott. Geht unter der Hüfte durch. So langsam könnte die Abwehr kommen. Nice. Genau, trotz Down Air kam er da durch irgendwie. Crazy, ne? Ja, naja. Zwischen den Stiefeln. Er hat sich die andere Seite vom Kleid einfach ausgesucht und dann daran. Zwischen die Beine getreten. Okay. Also im Game. Oh, gewagter Engel. Ich habe in meinem Leben so eine Art gesehen. Nee, ne? Hat auch noch nie jemand gemacht. Wieso auch? Im Nintendo Headquarters gehen im Tracking alle Lampen an. Ey. Oh shit. Neue FB-Engel discovered. Was geht denn ab hier? Wieso ist der jetzt einen Stock vorne? Ah, eine einzelne Träne rollt Sakurai die Wange runter. This is not how you play the game. This is not how you play. Stop enjoying. Okay, please turn on items. Where's all the cool stages I designed? Wo ist meine Lieblingsmap Icicle Mountain? Genau. Warum spielt ihr mit Stocks? Die Map ist doch nur für Master Hand. Warum macht Fox so wenig AB? Side B auf der Stage. Kombo doch so gut. Da ist er! Ja, da ist er! Oh. Und warum werden die Sakurai weint wieder heute? Ja, die Turnips werden auch nicht reflektiert. Sakurai ist in Wirklichkeit so ein, einfach so zu Hause und ist so ein Fan von so ganz selektierten Smash-Spielern. So in seiner Freizeit ist. Ja, er ist so Lovage, ist so einer seiner Lieblingsspieler. Meinst du, er würde Nintendo feiern? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde er Nintendo feiern. Tut es irgendwie. Da ist schon wieder derselbe Engel, was ist denn los? Und nochmal von der anderen Seite. Okay. Zack. Starker Snipe. Ja. Wo gehen sie hin? FD. Overshoot jetzt. Wenn man bei FD in den Hintergrund guckt, einfach nur so an den Horizont, ja, wollte ich kurz erzählen. Dann wird ihr schlecht. Dann wird ihr wirklich schlecht. Das ist zum Kotzen. Guck dir das mal an. Die Kamera bewegt sich so viel. Ach so, ich bewegt sich wirklich viel. Man ist wirklich so, was soll das? Links, rechts. Oh, er geht nicht an die Lippe. Krass. Ich muss mal drauf achten, wenn ich spiele. Echt schlimmer Parallax. Das ist der Trick. Wenn du nicht weißt, wo du bist, orientier dich am Horizont im Smash. Das ist der Text. Sag es deinem Gegner vor dem Match. Ja. Übrigens, oh, der kriegt ja die ab. Da wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen, aber ich bin auch schlecht in dem Spiel. Da hat Lil Fruzy das 2-1. Oh mein Gott, kriegt er den Upset. Lil Advantage. Der kleine Fotzi. Jenny Prenzelberg, Parkplatz Karate, Jan Ulrich, Dennis hier in seinem Tournament Game. Stock eventuell. Noch nicht.
Und da feiert er mit so einem einzelnen Laser, dass er einfach die ganze Down Smash geschildet hat und es nicht geschildet hat. Das ist einfach so blip, blip, zick. Die Laser? Oh. Lädt näher. Riskant, aber. Und? Der Engel. Ja, das muss man immer respektieren bei der Box. Bei der Box musst du. Aber da weißt du, wenn du das kannst, weißt du, du triffst auch. Erklär mir mal, wie diese Angles, diese Zwischenangles auf der Box funktionieren. Modifiers. Ja, okay. Also, du musst dein Gesicht schreiben und dann kommt. Genau, du musst ein Limerick schreiben. 240! Du musst schreiben so. Gibst dir den Angle so in Pi. 2 Pi! Das erinnert mich an dieses Gorilla-Spiel, was so wie Worms ist. Dieses 2D, wo du dann so den Engel eintippen musst. Es gibt so, ich kenne so ein Spiel, da kommen die so runter. Von oben, die ganzen. Du musst ja eintippen, alles was. Du musst alles eintippen. Achso, so ist er. House of Dead auch gut. Oh, Typing. Dash. Oh mein Gott! Oh, shit. Weißt du, diese Kombo hat weniger Schaden gemacht als ein Downs. Oh! Aber sie war sick. Das war einfach ein Nair, der war schon wieder so. Oh! Fast clippable, also. Ja, das hätte man clippen können, wenn man im Chat wäre. Wenn es besser geendet hätte. Ja, aber dann kam dieser Light-Input. Einfach so. Das ist krass. Frusi hat einfach gerade sick aufgeholt mit diesem Stop. Da ist der Clip im Chat. Danke, Nightbot. Danke, Ramboy. Oh. Wer ist das eigentlich? Wissen wir das? Hoch erst? Ne, keine Ahnung. Aber er ist sick heran. Hallo, Ramboy. Wie ist dein Tag? Wie, du kennst Harmboy nicht? Das ist der beste deutscher Spieler. Secret Boss. Arch Nemesis. Schweinesalami. 4-4-4. Das ist eigentlich fast Shine Tournament Back Ever. Oh mein Gott! Will Wave Shine Up Smash. Easy Baby. Ja, das kriegst du aber echt. Scheiße, okay, dann gut. Gute Frage. My be then. Und spielst du auch Smash? Ich bin aber das neu. Du kommst vielleicht vorbei. Ja, aber. Dann hast du Spaß mit deinen neuen gefundenen Homies. Ja, aber Adresse steht unten. Und wenn du gewinnst, ist jedes Mal kostenlos. Ich spiele Mario Kart. Auch gut. Du bist im falschen Chat. 64 oder so. Spiel mal auch Smash. Du kannst ja beide spielen. Ich weiß, es kommt am Anfang nicht so rüber. Ja, und wir werden alle so krass elitär, aber in Mario Kart fixen uns wahrscheinlich alle. Obwohl, ich glaube, Mario Kart gibt es jetzt auch schon kompetitiv. Ich spiele gar nicht Mario Kart. Ich spiele nämlich doch Super Smash Bros. Melee für die GameCube. Warum bist du da nicht hier? Ist das auch Teil des Scherzes? Ich glaube, er könnte auch woanders herkommen. Last Dog Match. Oh, ich wollte gerade sagen, da habe ich doch wieder so ein gestochenes Gesicht gesehen. Jetzt kommt locker so eine Fair into. Alter, jetzt einfach so ein Down Smash und dann so dieses Bonk. Weißt du? Ah, oh, never mind! Oh mein Gott, ich hab gerade so Big Brain. Kein Bock mehr auf dieses Smash. Wie einfach retreated ist aus der Luft. Ah, sick. Dafür klatsch ich. Insane ist Losers Finals. Das war Losers Finals? Ja. Das Weekly ist offiziell zu stacked. David, das ist Losers Semis. Das ist jetzt nochmal Losers. Ja, Semis. Ich hab voll falsch eingegeben. Kassatin, weißt du, wer Hanamboy ist? Der ist im Chat. Ich hier sagt, wow, ich komme nächste Woche vorbei, ich ficke Konstantin. Die ist das, Ananas. Falcon unterliegt meinem Charakter. Keine Ahnung, er ist neu. Er sagt, er ist ganz neu und wir versuchen ihn zu motivieren, vorbeizukommen. Und wir wissen noch nicht, ob er es durch Drohung oder durch Lob will. Und deswegen machen wir durch Drogen? Durch Drohung von Drogen. Wie weit bist du mit der Box und den Switches? Du wolltest doch die Box mit den Tastatur-Switches hier umbauen, oder? Ja. Nee, ich muss halt neue PCB bestellen. Kannst du vor das Fock noch einen Tee machen, bitte? Dann ist es Fock, hart zu Sommer und Fock. Oh, let's go. Die zwei haben sich übrigens warm gemacht die ganze Zeit. Und vorhin haben sie Warm-Up gespielt. Das war gut. Nicht vom Feuer getroffen haben. Ja, aber da war der Wave Dash zu lang einfach, deswegen hat er den Grab nicht. Kann sein, dass Lil Fruzi einfach ein bisschen zu hot ist jetzt nach seinem Win? Off. Ja, er ist schon hot, aber gerade hat er den Wave Dash gemisst. Da gibt's direkt im ersten Stock, ist doch niemand gestorben, gibt's schon einfach einen Flagge Kick. Okay. Uh-oh. Nice. Hochgeehrt. Ich glaube, das hat Konsti früher viel weniger gemacht, dass du so empty einfach landest und dann grabst. Ja, das ist so das Meta. Weißt du, wer das jetzt auch macht? Soulboy. Und ich habe ihn dreimal dafür gestompt und er war mega mad. Okay. Aber es ist natürlich ein richtig gutes Mix-up. Ja, oder halt damit so Single. Damit punishst du so Leute, die in meinem Shield gammeln halt.
Ja. Und Lil Fruzi, auch jemand, der viel im Schild sitzt. Ist schon häufiger aufgefallen. So Under Pressure, ist gerne mal so ein Schilder. Nein! Okay, interessant. Homie Stark. Nee, weil ich war, als ich gelernt habe, wie man aus dem Schild Wave dasht, war ich auch so besonders viel im Schild. Weil ich dachte so, hey, das ist doch voll komfortabel hier so. Ne? Ja. Wie, dann erzählen mir Leute immer so, ja, Wave Dash Down ist richtig gut, so Niki. Und man so, hey, dafür bin ich einfach noch nicht leveled up genug, um das zu checken, warum das gut sein soll. Naja, aber dann, dadurch, dass du das jetzt gehört hast, weißt du es ja. Von Niki halt, keine Ahnung. Naja, das ist doch dann der erste Schritt. Ja, okay, das stimmt. Ich weiß, dass es so ist, nur nicht warum. Ich habe das Gefühl, es wäre auch gut zu wissen, warum. Und speziell in welchem. Nee, guck mal, die Sache ist, wenn du... Weißt du, was richtig sick ist, sorry? Das Game, der Instant Up Air. Ja. Fox Standing zu treffen, Instant Up, also... Ja, da musst du klauen. Klauen und dann geht es. Stimmt, der klaut. Aber ich weigere mich. Ich klaue aber für manche Sachen, wie Buschkörper. Dann willst du keine Instant Up Airs. Nice! Oh, we love those! Ja, großes Uff, auch von Harambol 9. Dem Bowser-Man. Nein, das Bowser-Man. Neu in Berlin. Ja, das ist gut, weil wir haben noch keinen Bowser-Man. Und wenn du einfach behaupten willst, du bist der beste Bowser in Berlin, dann kommst du einfach vorbei. Und dann bist du es quasi. Ja, geil, jetzt. Du bist Berlin-Boy, also... Ne, das wissen wir noch nicht. Aber naja, er meinte doch, ich bin auch Berliner. Ah, ja, stimmt. Ich hab's überlesen. Ja, du hast doch gerade selber behauptet irgendwie. Nein, ich hab gesagt, er hat gesagt, er ist neu. Ja, okay. Sick. Sick as nie übrigens. Super tight. 1-0 für Konstantin. Free. Hochgenommen, den Boy. Ich geb mal hier 4 für den. Ja, sick. Du kommst einfach vorbei, Herr Ramboy. Und hängst uns ab. Fertig. FD, coole Stage. Coole Wahl. Richtig spaßig. Oh. Siehst du, Konstantin ist lame geworden. Ich wollte es nicht sagen, laut. Aber Konstantin macht jetzt Chain Grabs. Konstantin lässt sich jetzt Chain Grabben. Oh, oh. Oh, oh, richtige Box-Bombe, Alter. Das war ziemlich optimal. Das war wirklich ziemlich optimized. Okay, außer, dass man vielleicht mit Schein direkt getötet hätte, aber... Aber hey, optimal cool. Siehst du, der Abwehr ist auch sick. Ist nicht leicht. Ich glaube, er will einfach ein bisschen an der Ledge-Chain, der gute Mann. Oh, der Shield-Grab? Nicht me. Chain-Grab schon hart, oh cool. Das ist die Wahl. Ah! Hey, wie kann man schon so früh die Meinung haben, dass Chain Grabs uncool sind? Ja, das ist jemand anderes. Achso, okay. Ja, achso, okay. Das ist eine relativ raffinierte Meinung, diesmal von Luis Bamana Boni. Ich nicht mal okay. Excuse me, am I pronouncing this correctly? Fruzi ist jede Woche dabei. Ja. Neuerdings schon. Sehr. Was heißt neuerdings? Zu unserem. Wie nennt man das? Ah, warte mal, geile Kombo. Also sehr zum Verdruss von manchen guten Spielern hier, die natürlich jetzt einfach regelmäßig von diesem Boxbox aufs Maul kriegen. Aber nein, er ist jetzt immer da. Naja, früher war er nicht immer dabei, aber jetzt ist er immer da und ist voll geil. Und der Fruzi Smoothie sich easy durchs Bracket. Aber was meinst du mit... Stop me, so tough to do. Das ist wahrscheinlich auch Teil des Claw-Nachteils. Der so Teufelspakt ist, du kannst nie wieder die leichten Kombos treffen. Nice. Oh, geil. Stomp? Nein. Warum auch? Das ist kein Kill-Move. Ja, aber vor Corona hat der Fruzi gar nicht hier gelebt. Ja, deswegen. Deswegen ist das. Deswegen war er nie in Berlin und hat nicht in den Weeklys mitgemacht. Jetzt ist er neuerdings immer dabei. Das ja, okay. Fruzi ist jetzt offiziell Berliner. Ja. Und mit zu diesem Privileg, Berliner zu sein, gehört es, gegen Konstantin knapp auf FD zu verlieren. Ja, und es ist ein Privileg auch, einfach eine Minute von der Venue zu leben. Deswegen kommt man auch öfter zum Weekly, glaube ich. Ja. Denkst du, Fruzi hilft deswegen häufiger aufbauen und so? Selbstverständlich, Fruzi ist ein guter Typ. Kein Stomp, nee, ich wollte schon sagen. Homie Ledge Dash. Aber jetzt nochmal richtig aufdrehen, weil 0-2 ist schon was anderes als 1-1. Ne? Ja, einmal durch die Haare streifen und weiter geht's. Alter. Die Haare aus dem Gesicht, Fruzi. Ah, Side B so schlecht. Ab B so gut. Nein, das tut mir leid. Der Mythos sagt, dass es auf der Box leichter ist zu SD'en. Die Dash-Taste, einfach aus Versehen so eine Box-Taste zu drücken, ist ja viel leichter als aus Versehen so eine Gamecube-Taste zu drücken. Das passiert ja fast nie. Also, meinst du, es gibt so einen Knopf, wo man SD'd? Der SD-Knopf? SD-Knopf? Also nicht nur einen.
Nein, aber es gibt auch so eine Dash-Taste, oder nicht? Das ist aus Balancing-Gründen. Gibt es halt den, der ist halt leider immer direkt daneben. Ja, ich meine, in GameCube, wenn die Leute auf dem GameCube-Controller sich den Start-Button aus Pause ausmachen, weil sie Angst haben, dass sie in wilden ASDI-Momenten aus Versehen Pause drücken und dann den Stock vorfitten müssen, ja? Dann. Ja. Was war das denn? Fusi, ja, come on! Little Focus! Ich glaube. Oh, sicker Up-Tilt. What? Coverage! Oh mein Gott, wie geil! Weirder Abwehr. Bonk. Ja. Ja, das Comeback auf FD. Alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das über unser Commentating war oder ob das daran liegt, wie sick das Match ist und wir es verpasst haben. Ich glaube, es geht um das. Die beiden Studis. Achso, okay. Alter. Vielleicht war das Me im Neutral. Nee, ich glaube, es war das der SD tatsächlich. Achso. Double SD to lose. Okay. Das Homie Game. Ja. Aber die Sache ist, wenn du tippst bei deiner Tastatur oder irgendwas schreibst, dann vertippst du dich auch manchmal. Ja, das siehst du? Und stell dir vor, jedes Mal ein SD, wenn du Tippfehler machst. Ja, weil die Sache ist, wenn du einen Controller benutzt, dann hast du auch so viele Unreinheiten. Wie fair ist. Hast du, ja. Ja, I guess. Und vielleicht lernst du schneller bei einer Tastatur, so hey, ich habe mich vertippt, so hey, das ist viel klarer, als wenn du so einen Mainstick hast mit Millionen Optionen. Bestimmt. Oh! Ah, schade. Einfach mal ein bisschen gedashed. What? Okay. Ich glaube, beide sind so ein bisschen so. Okay. Ja, na, Fox wird jetzt. Oh, schöner Attack. Schön. Und Abi. Da hat er das falsche Wort geschrieben mittels seiner Tastatur. Recover. Ah, oh, fuck, SD wieder. Yay! Okay. So, Cross-Cancel-Prozent. Galinte gesagt. Batsch. Alter, dieser Full-Hop. Back air, ne? Einfach, jeder lässt sich davon treffen und es ist einfach ungerechtfertigt. Mein Konatis Drifting ist einfach so genius. Ja, er driftet einfach, das stimmt. Fast and the Furious Konati Drift. Oh, ja, da kann man ganz schnell sterben. Ja, seitdem er in Japan war. Gar nicht gut. War. Das ist das Äquivalent von Long-Covid-Syndrom, dieser Schein. Nice Living. Ah, da war er. So gut. Okay. Ah. Ja, dann wir geben mal schnell zwei Games. Es waren. Achso, neun. Ich wollte noch mehr davon sehen. Ich glaube, ich hatte genug, ehrlich gesagt. Das reicht nicht. So, soll ich schon im Finale sehen? Wir haben nichts eingetragen, auch weil wir zu lazy sind. Doch, hier. Irgendjemand, wer hat das denn eingetragen? Nicht ich? Oh, das ist nicht so ein. Achso, das ist für. Meinst du? Nein. Gut gespielt. Ich habe fast ein Game gewonnen. Frage 3. Ist doch schon. Hier schon. 3-1. Was soll ich denn machen? Hä? Loser's Finals. Loser's Finals ist doch das hier. Genau. Was willst du denn? Was soll ich denn eintragen? Ist doch 3-1. Ah, nee, das ist sorry. Ich bin dumm. Ja. Sagst du was nicht? Sagst du. Okay. Ist das okay, wenn man nicht wirklich dumm ist? 3-1? Ja, ne? Hä, aber was? Was 3-0? Selbst. Unintelligent zu sein, das ist doch gar nicht schlimm. Nein, ich bin dir nicht. Nein, du musst dir sicher sein. Okay, dann sag mir, was ist das? Das war gerade. Ich glaube, es war ein schnelles 3-0. Chat, war es ein 3-0? Ja, wir müssen den Chat auch testen. War es ein 3-0? Chat? Ah. Okay, ja. Das ist jetzt nicht mehr Lil Fruzy, das ist jetzt Lil Arthur. Und er spielt gar nicht Fox, er spielt Smart. Und der Charakter ist nicht da, wo er in Melee ist, sondern da. Ah, das wäre der nächste Step, das ja. Zu updaten. Okay. Aber vielleicht ist es alphabetisch oder so. Ne, Ganondorf am Anfang, was ist da? Achso, das sind die Ports. Nevermind, okay. Okay, let's go. Okay, let's go. Ich bin ready. Die Gamers sind noch nicht ready, die Kamera ist auch noch nicht ganz gesettet. Alter, okay, die Kamera ist sick, Port. Ich meine, die hat schon viele Megapixel, aber ob die zwei so hübsche Männer einfach so capturen können. Oh. Oh.
Losers Finals ist halt auch gelogen, ne? Es ist stattdessen. Wo trägt man das denn ein? Ah, hier. Das ist Grand Finals eigentlich. Oder das Winners Finals? Das ist jetzt. Grands. Grands. Girlfriends. Alter, wie geil ist grüner Falcon gegen Neutromath? 69 SD. Das ist, um deine Dominanz zu etablieren. Oh! Was? Er waited einfach? Und dann Grab Arena? Arthur ist immer so schnell. Auch gerade die Näher, die er benutzt hat, um die Näher von Consti zu countern. So, ja. So stark. Ja, Arthur ist die Definition von so PPMD-Brain einfach, oder? Er denkt einfach richtig viel, wenn er spielt. Es ist mehr so ein Wissen. Ich denke, denken ist einfach, dann hast du verloren, wenn du. Aber wie kannst du so mehr wissen als andere Leute? Verstehst du, was ich meine? Nein, das wie ist einfach noch Hardwire. Nicht, das ist Hardwire. Das war wieder, ne? The empty Hop, Grab, einfach sick. Ja, das ist Hardwire bei ihm. Ja, aber das ist doch irgendwie sick. Nice, der ist schön. Shout-Hop, nie geht. Oh. Jawoll. Ja, ich liebe es, wenn jetzt durch die Plattform direkt geht. Und, Haramboy schreibt Side Bees. Aber vielleicht schreibt er auch Side Bullshit und ist ein bisschen mad. So, so gut. Oder er möchte Side Bets machen mit anderen aus dem Chat. Side Bets. 100 Euro auf Arthur. Okay, was kommt jetzt? Low Percent. Haben wir schon erwähnt, dass Marth Falcon so volatile ist, weil sie sich beide richtig hart punishen? Nee, haben wir nicht. Das eigentlich gehört dazu. Das sollte man auf jeden Fall immer sagen. Grab. Da ist ja ein bisschen zu langsam. Oh. Der Stop war sick. Nie! Noch nie gesehen, die Kombo. Ah, nice. Clever. Mit Get Up Attack hoch. Ein bisschen delayed. Trotzdem gut. Ja. Und obwohl er unter 100% hatte, hat es trotzdem gereicht. Ich weiß noch, das letzte Mal, als Arthur gegen Niki so gut gespielt hat, hat Dennis sich immer geärgert, dass Arthur seine Kombos früh beendet. Früher als sonst. Und das ist vielleicht was, wo man drauf achten muss. Ah, warte mal, als Arthur gegen Niki gespielt hat. Ja, ja. Aber vielleicht war das auch ein anderes Matchup. Oder hat Niki. Natürlich. Nein. Aber ich meine, er hat schon. Hat Niki Konsti gespielt? Niki hat einfach den Konstanti-Charakter gewählt. Trial by Combat. Niki ist jetzt Konsti-Main, ja? Okay, das war ein bisschen Throw am Anfang, aber. Weggeschabt. Wenn jemand gut von hinten spielt, dann. Kobobinati. Kopnoti. Oh, wollen wir das updaten? Ja, wir wollen das updaten. So, 1-0 für Arthur. Sonst vergessen wir wieder hinterher, wie irgendwas ist. Nice. Okay, let's see. Kann ich viel von lernen, weil es auch mein gefürchtetes Matchup hier alte Zeit ist. Genau, schön aufmerksam gucken, dann gewinnst du irgendwann gegen Jojo. Ich habe heute Jojo 3-0 im Turniersieg, möchte ich dazu sagen. Ah, und dann hast du das Liegestützen-Match auch. Dann habe ich das Liegestützen-Match im Last Game Last Stock verloren. Weil ich nicht so ein Nerd bin wie Soulboy, der so Sachen lappt wie Kick und Fervus über 130. Aber ich habe dann 10 schöne Liegestütze gemacht, die Soulboy damit kommentiert hat, wie groß ich doch bin und wie viel Raum ich einnehme. Ich habe festgestellt, dass er fast nur die Hälfte von mir liegt. Und das hat sich dann doch quasi auch für mich gelohnt hinterher. Guter Ego-Stroke. Achso, das zu hören einfach. Das zu hören. Ich bin so, ja, ich bin der groß, der dick. Dankeschön. Oh. Weißt du, was mir fehlt von Konati? Ist so mit Weak Knee Recover. Das macht Wizzy immer. Ja, du machst einfach ein Knee und fällst damit so an die Ledge und das ist wie so eine Wand. Du schiebst so ein bisschen so eine Hitbox. Achso, wenn du meinst, wenn du hoch genug bist. Ja, genau. Oh! Nice, ja, mal gucken. Aber das lohnt sich ja nur, wenn Arthur jemand ist, der hinterher chased und einfach mit einer Fähre dann. Okay, ja, er sitzt da oben rum und sharkt so ein bisschen. Macht den Haifisch. Okay, dann macht er. Nice, das Oh, schön. Das war ein Double Jump, um die Aerial-Kontrolle zu haben. Oh, perfekt. Nice. Weißt du, was Konati auch nicht macht? Marth Killer. Finde ich gut. Oh, das war ein sicker Chase. Oh, das kann Arthur so gut. Denn diesen Run-Off-Fair ist leider mega sick gegen Falcon. Ich sterbe da immer dran. Ja, aber danach hast du so viele Optionen noch. Du kannst AB machen. Ja, das kannst du alles machen. Kannst nochmal fair. oder richtig style mit Side B. Ja, so, ich finde Side B nicht stylisch. Ich bin einer der wenigen Leute, die einfach Side B von Marth einfach dumm. Oh, dann magst du meinen Marth überhaupt gar nicht, glaube ich. Nee, der Side B nur. Ja. Ich glaube, ich scheiße auch ganz doll auf deinen Marth. Ich weiß nicht, okay, ich glaube, wir müssen gleich nochmal spielen. Das ist Liegestütz-Match? Ja. Komm, gut, kann der Marth sein. Okay, wir müssen. Das ist ein richtig
richtig schlechter Frontsmash. Nice. Krass, was für ein dominierendes Game von Konati Boy. Und kein Was war? Was war auch ein guter Jab, um da rauszukommen aus dem String von Arthur. Ja. Das ja, kann man nicht vergleichen, so Schein. Schein und dafür wird man schon mal getippert. Schöner Grab. Dieser Chase Down ist richtig sick. Ja, boah, da wäre sogar Needle gewesen, glaube ich. Siehst du, er macht keinen Mathkiller. Da tötet Mathkiller einfach safe, glaube ich. Oder? Das ist super free. Ja, ist aber vielleicht ein bisschen mehr Setup, deswegen traut man sich dann ja, gleich. Ja, vielleicht, aber es ist eigentlich kein Setup. Du rollst dann die Ledge, so was ewig Zeit. Oh! Jetzt ist es auf einmal wieder gar nicht so offensichtlich. Oh, die Rolle! Nein, kein. Oh Gott, dieser direkt Rejump an die Ledge ist richtig scary. Ja, schön von mir. Ey, das würde ich niemals challengen, das ist so gruselig. Ja, schön gewartet, dass er noch ein bisschen hin. Oh! Okay. Warte, ein bisschen zu nervös. Oh mein Gott, ich glaube, wir sind wieder beim Yomi 1 Layer. Wir sind ganz full circle. Ja, full circle, weil gerade hat Konzi das den Opening bekommen durch eine Up-Air von der Kante. Und ja, danach F-Smash Finisher. Das Game war schon überall jetzt. Das ist ein 1-1 in diesem Set, ha? Ja, wir sehen mehr von dem Game, wunderbar. Geil, diese Stage ist so sick in dem Matchup, finde ich, weil es gibt wirklich no way, dass es länger als 3 Minuten dauert. So. Tipp. Nice! Oh, sick! Haramo sagt, man Mathkiller bringt dich halt auch in diese super geile Position, danach einfach so Storm nie alles kannst du machen. Das ist super sick. Ja, woher weißt du, dass er einen Bowser-Main? Bowser's number one kill ist über Mathkiller. Nichts anderes tötet. Alter. Okay, das war Yomi Level 4. Ja, genau, das ist die Magnus Carlsen Yomi Level. Oh. Ja, konntest du mit den bedachten Side-Games und B-Moves generell. So cool. Und wieder direkt an die Ledge. Yes, und nochmal. Okay, jetzt wieder. Kannst du mal Wave Dash? Nein. Ei. You played yourself. Congrats. Arthur kurz den Cyrus ausgefallen. Schön. Immer abwehren. Alles andere nie wieder runter. Du kommst nie wieder runter. Oh, runter. Auf die Ledge. Ah. Okay, sick. Stop. Ja, ich habe den Clip gerochen mit der Wolke, aber naja, ich glaube, konnte trotzdem wollen. Schon richtig. Die Abwehr sind einfach, ehrlich gesagt, das Technischste, was man heute gesehen hat, wahrscheinlich in diesem Match, waren einfach dieses 4-5 Abwehrs. Das war einfach schlecht am Ende, fuck. Und nicht schlecht gespielt, sondern es war einfach schlecht für die Konati-Aktie. Ja, nee. Deswegen war ich ja also auch direkt hier. Hätte er dieses eine Setup noch gefinished? Das wäre eine Last-Dog-Situation. Das stimmt, aber nein. Ja, aber nein. Haramboy, das Problem ist, wir haben dich jetzt schon als Bowser-Man eingetragen. Und wenn du herkommst, bist du leider gelockt für diese Saison. Und die dauert immer so 7 Jahre. Es gibt so eine Gebühr von 2 Euro, da kannst du deinen Main ändern, aber... Wenn du Marth bist, kostet tatsächlich das Entry 7 Euro statt 5. Marth-Mains brauchen wir ja, nicht, das wird zu viele. Deswegen haben wir 3 Samus-Spieler heute gehabt. Ja, Samus. Oh. Ich finde ja Samus exzeptionell scheiße, aber ich glaube, alle anderen mögen Samus so ein bisschen so wie jeder leicht so minder bemittelte Kind in der Klasse mag. Weißt du, es ist einfach cool, sich für Schwächere einzusetzen. Nee, ich glaube, Mainstream-Meinung ist, dass Samus lame ist. Nein. Echt? Doch, ich glaube, die Mainstream-Meinung ist, dass Samus nee. Vor allem bei so Pseudo-Oldschool-Spielern. Nee, ich glaube, wenn man viele gute Samus dann auch kennt, dann weiß man, was man, wie geil die auch sein kann. Aber es gibt gute Samus? Ja, dann sag ich, glaube ich. The Swooper? Wie magst du The Swooper? Swooper ist richtig hype. Das ist dein Vorbild, ja. Quick ist hype gewesen in Deutschland. Feedback in die Blast. Aber gut. Und, by the way, das erste Mal, dass du hier bei Weekly bist, ist auf jeden Fall kostenlos. Ja. Also komm vorbei. Aber außerdem ist es nett, man kann mit den Leuten abhängen, es ist nicht total schrecklich. Falke-Kick im Ansatz. Oh, er hat den Downhill gepunished mit einem Up-Air. Hast du jemals FIFA 4 gespielt? Ich habe, glaube ich, ein Game gespielt. Ah, also. Es gibt so einen Charakter, der nennt sich Hakan. Das ist so ein türkischer Wrestler.
Und, also ich meine, ja, ich meine Dan. Dan ist so ein bisschen so ein Scherzcharakter. Der ist so relativ schlecht. So ein Shoto, aber der ist relativ schlecht. Und der hat so einen geilen Move. Ein Shoto. Ein Shoto. Ja, so eine Art von Charakter. Und der hat einen Backdash, wo er sich literally so umdreht und so kurz wegdasht. Also diese Animation, die wirklich nur so 200 Millisekunden dauert, ist so, er dreht sich um und rennt weg. Und manchmal sieht das so aus, wenn Captain Falcon das macht. Weil er rennt einfach weg und hat Angst. Sick Combo. Schade. Nicht die Extension. Zeitplattform immer schlecht für Falcon. Oh, das ist gruselig. Schön, schön. Ja, Konati, einfach Center Stage, ist so sick. Ich möchte ein Game 5. Oh, kein Rift der Shadow Shield. Aber der MP noch. Wieder. Ah, das war sick. Ganz sick. Landing, so hat er. Und nein. Der Tournament Loser. Ja, Shield Drop ab, ja, so, ja, so auch, viel Utility mit. Aber auch das Spacing, dass das schon mal weggedriftet ist. Ja, super, auch das stimmt, das Drifting ist sick. Nee, weil sonst wäre das so, ja, ich gehe Runde, treffe ihn, mach weiter, aber er wusste so, hey, vielleicht trifft es nicht. Und dann stehe ich gut da. Und Alter, der Lemuren-König ist am Start. Moin, du verpasst gar nichts, das hier ist das sickeste Game ever. Oh! Ja, Arthur, der Arthur? No. Downhill? Oh. Ich hätte da irgendwie einen Double Downer gesehen, aber es hätte mich gekillt. Arthur versucht, den Backer-to-Backer-Transfer zu machen. Der erinnert mich immer so ein bisschen an so einen Snowboard-Trick. Nein! Oh. Okay, let's go! Lass doch. Oh, das tut richtig weh. Okay, richtig Glück gehabt, dass er da drüber gekommen ist. Das ist deine große Aufgabe, ist hoch abbiegen zurück. Und irgendwie zu gucken, dass du noch lebst. Oh, der war schön. Double Jump. Von dem gutes Ja. Ja. Das ist einfach alles, ist überall, es tut so weh. Schön! Jetzt macht Killer zum Beispiel. Wäre eine Theorie, ne? Aber macht er nicht. Stattdessen das hier. Sick. Tight. Schon wieder fast vorbei. Übrigens, diese Tastatur möchte ich mal dazu sagen, die ist ja so sick. Ja, ich habe sie schon zweimal kommentiert. Ich bin auch voller Fan, aber wie viel ist sie dir wert? Also ich habe zu Hause eine Tastatur, die ist 250 Euro wert und ich habe eine, die ist 150 Euro wert. Und ich mag die 150 Euro Tastatur fast lieber. Oh, interessant. Aber sie ist auch dieses Format minus diese Buttons hier rechts, das ist eine sogenannte 60% Tastatur. Und die andere ist eine 10-Keyless, also eine normale Tastatur ohne das Nummernpad, ohne die 10-Tasten-Nummernpad. Ach so, also größer als 60%. Genau, diese 80% im Prinzip. Okay. Und 100% ist halt diese normale Tastatur, die man kennt, ne? Und es gibt sogar verrückte Leute, die haben 40% Tastatur und da fehlt, also bei mir fehlt die F-Reihe hier oben. Die ist quasi mit einem Layer auf den Zahlen. So richtig komprimiert, ja. Ja, und ich mag die, weil die ist wireless und ich kann die mit zur Arbeit nehmen und ich habe die immer dabei. Und aber die hier ist sehr hübsch. Ja, ich mag die Farbe auch. Nicht. Oh, okay. Aber 250 Euro, dann macht sie ja richtig Bling-Ding deine Tastatur, oder? Nö. Aber die ist cool, aber es gibt, wie gesagt, also die hier war teurer und es gibt definitiv Tastaturen, die gehen so Richtung 800, 900 Euro, was nicht sein muss, ne? Aber das ist halt auch nicht dieselbe Art von Geld für alle Leute. Es gibt immer Leute, die übertreiben hier im Hobby, also das ist bei Tastaturen eher auch. Ja. Das ist ein Pain in the ass, das zu recovern. Das ist wirklich ätzend. Manchmal muss man, es ist schwierig, da cool zu bleiben und nicht direkt wieder zu jumpen. Ja, und das ist 50% von dem Zurückkommen. Ja. Einfach cool zu bleiben. Ja. Oh, einfach moonwalken. Wenn du in der, das ist schön. Hinlaufen, Crouch canceln, aber dann die Abwehr verkackt leider. Ja. Oh, ist er gelandet? Oh, geil. Richtig gescharkt. Arthur hat richtig Bock, nicht gegen Konati zu verlieren. Come on, Konstantin! Oh, der Stump, der nice. Oh, das ist so eine sicke Abwehr. Nochmal. Oh, das ist ein bisschen zu viel gewollt, glaube ich. Der ist eigentlich da immer schlecht. Oh, aber Konstantin hat sich entschieden, die Grabs sind das, wie er es macht. Siehst du? Jawohl. Ah, yes. Das ist gut. Das ist sehr gut. Yes. Even. Kann mich nicht für Konstantin. Oh, was für eine Kombo. Was geht hier? Einfach so eine wilde Abi. Schön. Drunter, das ist auch manchmal so der Trick, wenn Marfig so ein bisschen zu hoch. Oh, Crouch Cancel Grab. Yes, da ist die fucking Side Beast. So sick, man. Ich finde, Konstantin approached ein bisschen zu viel. Das war gut. Also, weißt du, er kann auch so ein bisschen manchmal kommen lassen. Vor allem, wenn er jetzt so zu even. Oh, what? Okay. Du hast nichts gesagt. Let's go.
kann man konzentrieren. Jetzt noch ein bisschen Prozente rausholen hier. Und dann gehst du comfortable in den letzten Start. Jawohl, schön. Ich glaube, Konstantin hat das in der Tasche, ehrlich gesagt. Das sieht einfach, er sieht so comfortable aus. What? Ja, er sieht doch so aus, als hätte er so ein bisschen in Control, oder nicht? Oder kommt mir das nur so voll? Ein bisschen Momentum auf seiner Seite. Ja, also. Ich mag den wenn man drei Stocks weggeschabt wird und dann noch so ja. spielt, dann. Ach, du hast einfach gut aus. Nein! Gut gespielt. Dann lass mal. Oh, die spielt schon Doubles. Ich will ausrechnen, was die Pairs sind. Sickes Game. Okay. Das war ein Win. Wir buchen es als Win. Congrats an Arthur, der heute seinen 50. Weekly gewinnt. Habe ich mir erklären lassen von Dortimus, dem so, Tier. Tatsächlich 50 von 92 Weeklies. Arthur, wir haben dir eine große Zeremonie vorbereitet. Das ist natürlich eine Lüge, aber herzlichen Glückwunsch. 50. Danke. GG's. Was schade, Walla. Limbon, könnt ihr kommen her? Ich fick dich. Was schade. GG's, schade, Alter. So ein Hurensohn. Nee, GG's. Ja, GG's, Leute. Berlin hat mir ein bisschen was donated. Danke. Ist auch schwierig mit Frau und Kind. Da braucht man Geld für jede Windel, die man noch kriegen kann, weißt du? Wünsche ich dir spätestens, wenn wir uns nächste Woche sehen, wenn du nämlich kommst. Also ich bin vielleicht nächste Woche nicht da, aber schon mal einen nice Geburtstag morgen. Ja, ich glaube, es ist vorbei langsam. Also ich hau jetzt auch gleich rein. Sind deine letzten Momente als Sini? Shish. Wir hatten 12 Teilnehmer, ne? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Jonas, wir hatten 12, ne? 13, glaube ich, ne? 13? Das beste Spiel war es 13, oder? Nee, es waren 12. 14, 7, 3. Nein, Oh.
gehört? Wer sind die beiden Letztplatzierten? Wir spielen jetzt Groove. Es gibt vier Letztplatzierte. Was war das? Das ist das Sickeste ever. Normalerweise machen wir einen harten Flash-Attack und wieder auf Stage.
Hau rein, Lemurenkönig. Bis dann. Der war bis gerade eben noch hier. Der war bis gerade eben noch hier. Der war bis gerade eben noch hier. Der Lemurenkönig? Ja. Ja, happy birthday. Dass Arthur einfach den Real-Life-Success mit seinem sicken Melee-Grind noch kombinieren kann, ist einfach noch mehr so ein Slap. Weißt du? Ja. Man ist so Anfang 20, Konati, man ist in seiner Bahn. Ich bin Anfang 20. Man wird wahrscheinlich nie wieder so gut sein, wie er jetzt ist. Und dann kommt Arthur von Dead Mountain herabgestiegen und lays down the sword. Meinst du, Arthur ist viel älter oder nicht? Ja, ja, ja. Jetzt schicken wir rein. Weißt Arthur ist 45. Im Geiste. Er sah mal jünger aus. Jetzt schicken wir rein. Ich bin rechts. Was von Gehirnrechten geredet? Ich bin offen und rechts. Leute, wisst ihr denn jetzt schon, wie der reinsteht? First Star Cruise! Oh shit, what? Ja, los geht's. Wir haben safe. Money. Juggle is playing a screen. Dein Mitbewohner ist da. Max ist da. Max, let's go. Max Money Young Hofer. Who is winning sonst? Max Money Young Hofer. Ja, Mann, Karen Young Hofer, der jüngste Grand Hofer. Grand Finals versus Canati Boy. Hey, Paul, alles Gute zum Geburtstag nochmal. Ich hoffe, du feierst heute schön. Aber außerdem, den Crew ist gut aus hier für die anderen Crews. Oh, let's go! Ah, oh,
Arsch. Juggle redet heute auf. Jo! Let's go! Seine nächste ist besser als meine. Ja, ja, er hat das Match geholt. Ja, das erste geht. Sick. Juggle hat auch. Ich hab das gesehen. Ja. Juggle hat auch gegen Cyber gewonnen. Und danach auch. Digga, heute on a run, Alter. Let's go, Juggle. Let's fucking go. Let's fucking go, Alter. Euer Team weiß überhaupt nicht, was passiert. Oh, ja, schön. Schön, schöner Drift. Schiede, die misst halt einfach, er kann ja, nichts. Schön, schön, schön. Genau, immer warten, dass die näher rauskommen. Was anderes kann er eh nicht. Ja, aber die sieht er ja auch. Ah, oh! Er hat heute 2-0 gewonnen. Let's go, Max! Let's go! Ja, das macht jetzt auf jeden Fall in den Playoffs. 11 mit 16. Was ist das, Schach oder? Nee, er spielt Warcraft. Ah, okay. Ich bin zugeschissen, Alter. Auch hier. Ich bin zugeschissen werden. Oh mein Gott, was war das denn für ein Scheiß? Was? Das wäre schon insane. Und nie. Oh. Der sehr delayed Smash Bros. Das ist sehr, sehr deep back air. Nice back air. Ist vielleicht nur 4-4? Oh, das sind nur 1-2-3. Unter der Plattform kannst du schauen, ob nie. Wir sind 5 Leute. Baumwolle haben wir noch. Achso, ich hab. Wir haben noch Baumwolle. Ja, ja. Ich glaube, das ist genau, was passieren muss. Achso, wer ist denn das? Wie ist der? Der schaut mal der David. Hm? Ja, ja, tatsächlich. David? Also, ja. Oh shit. Wo sind die Stocks hin? Schön. Die waren einfach sauber runter. Sauber runterspielen. Sauber runterspielen. Die Downer. Hast du da hinten? Das wäre. Oh mein Gott. Die Controller rutschen aus den Händen bei dem Spread. Die Missile. Natürlich. Backer, backer, backer. Oh! Let's go! Ah! Cyber Return to Dark Pressure. Vor allem, man hört einfach wieder anderen Setup da ganz hinten. Ja, der ist ein bisschen lauter als wir und machen ein bisschen mehr Mut. Wir sollen leider sein? Niemand hat mich unterstützt. Hä? Wir haben alle unterstützt. Ich hab dich fürs Mikro unterstützt. Ja, das wäre gut von Last Hero. Gute erste Game, wir haben wir reingeschickt. Stahlwolle! Stahlwolle 8! Samus Ditus, Samus Ditus! Juggle ist tot. Guter Start, aber kommst du nicht. Alter, jetzt ist Geld zu los. Oh, das ist der erste SD. Oh, er läuft auf die Gäste zu. Oh, das ist der zweite SD. Das muss wehtun. Jetzt ist er eigentlich dumm? Wobbel. Bambobbel. Oh mein Gott, der mit diesem Bambi. 3, 2, 1, let's go! Haben wir Chips und was für ASMR so? Darf ich die Gegend tappen so? Weiß nicht, ob die das denen stört. Mega Chance. Guter Puff für die. Wir müssen Maxis Box hier. Weil er lost ist. Der ist halt lost. Lost, er ist so lost. Absolute to natural. Die Missiles gefickt. Oh, die Jabs. 64 with smash. Oh, bitte, bitte. Ich weiß nicht, was er davor hatte. Oh! Was passiert hier? Ja! Ganz easy so. Hätte der getötet. Einfach ohne Reaktion.
Na gut, der war ja weit genug weg, oder? Oh, mit der Dusche! Travelt er durch die... Whatever both Samuses have the charge shot. Let's go! Let's go! Let's go, Stahlwolle! Let's go! Stahlwolle. Stahlwolle. Wen haben wir noch? Wir haben noch Kobobi, Mali. Okay, danach Mali, danach ich, danach Kobobi. So, lass Heroes raus, den schicken wir jetzt rein. Sie diskutieren, hätten sie das schon vorher machen können oder so? Da kommt der neue, Davi kommt. Der Geld zufolge hat Davi schon meine Reihenforschung mit dem Zahn aufgemacht. Das ist eine medikamige Weinflasche mit Zaun aufgemacht. Hat er einen Zaun in der Hand gehabt? Oder die Weinflasche oder was? Fester Cruz. Alter, das spielt Jigglypuff. I know. I'm proud. Dann musst du einfach rein. Digga, es gibt 5 Skins in deinem meinen Hund. Was? Es gibt 5 Skins in deinem meinen. Er nimmt den nackten Puff. Was soll das? Das machst du doch auch. Ja, aber... er kann einen hat, egal. Aber finde einfach Krone. Das ist meine Farbe. Du bist der König. Hatte ich ja auch vorher. Dann längst ist halt grünes Headband, dann ich kurz Krone und jetzt bin ich nackt. Ich weiß nicht, ob du lustig den Mango. Yes. Ja, das ich time ihn out, Alter, 99 Minuten. Let's go, Stahlwolle, let's go. Zum Glück hat er sich gegen mich einspielen können. Oh, er wartet, bis die Bombe auf ihn. Ich will meinen Job. Obwohl, manche. Ja, wir sind ganz schön. Doom Dude ist am Chat. Schau das an, Doom Dude. Der ist Lux. Ein Kumpel von mir. War der sonst ein Small Streamer, SDC Server und Maxu. Und Ortholexi und Lacey Lux und. Ich glaube, da muss ich mal rein, so ein Discord-Chat. So go, go with him und CP Optical. Oh mein Gott. Vielleicht kann ich doch immer reden, aber du nur zu mir. Wie er einfach nicht die Charge hat und die Fresse gemacht hat. Gib ihm, der hat schon 40% bekommen, das ist schon krass. Charge-Shot. Dumm Dude hat wahrscheinlich den Stream auf ganz leise, um unsere Nummer zu boosten. Oh mein Gott, der hat einen Charge-Shot und die Fresse. Jigglypuff ist ja auch nur eine große Fresse. 2 Zuschauer, let's go! Und was war diese Liste? Wir haben 2 Zuschauer, Digga. Was ist denn das? Was hat er gesagt? Jungle Trash talkt hier unseren neuen Arrivals. Der Rest. Deswegen kommen immer weniger Leute hier rein. Wenn er mal angeschissen hat. Ich sag dir, der restet ihn noch. Genau das hat Giselle bei ihm nämlich gerade gezeigt. Oh, oh! Der restet ihn. Das wäre richtig geil, wenn das einfach Star... Die Downer hat nach oben getötet. Das wäre richtig geil, wenn das einfach die Luft verliert. Star-Animation. Achso. Stimmt, der Down-Taunt. Oh! Let's go! Oh, der Extender! Oh mein Gott, nein! Ich finde so geil, wie er einfach viel slow... Wie so ein dicker Rennen ist für Anfänger. He's walking on him. He's walking on him. Er rennt nie, Extender. Ah, nee, kann. Oh! Stahlwolle! Nerven aus Stahl! Let's fucking go. Keinen einzigen Stock hat er verloren. Ich glaube, jetzt kommen Sojo. Ja, glaube ich auch. Obwohl, wenn die gewinnen wollen. Alter, so wie auch geil. Die anderen beiden sind schon echt krass. Scheiße, hat mir das.
Ey, wieso? Ich bin kein Marv, Alter. Du bist ein Marv. Mach das weg, Alter. Ekelhaft. Slender. I want Stanford. Nein, normal. Nein, nicht den blauen. Das ist der schlechteste Skin. Der rote ist noch okay. Kann ich mir auch vorstellen. Aber jetzt habe ich so oft gewechselt. Einfach den Geist-Skin. Den was? Den Geist-Skin. Geist? Von 26, dieser Ghost. Von 20 was? Von 26, dieser Ghost-Skin. Ach so. Fällt mir nicht ein. So Halbtransparenz. Echt, ja? Ist das nicht voll cheating? Und sie wechseln Soyboy ein. Soyboy, Soyboy. Soja. Let's go fucking Soyboy. Soja, Soja. Soja, Junge, gegen Geld. Einmal sterben, einmal sterben. Bring dich um, bring dich um. Kill yourself. Sorry. Jan out of context. Eins, vorbei. Oh ja. Holti. Der hat 3-2 gewonnen. So, ja, so. Swatch-Botch. Sorry, boy, wie die spielen dann. Oh, ist das der Extender? Swatch-Botch wird einfach die neue Nintendo-Konsole. Swatch-Botch. Und einfach die Box sein, den Es wird einfach so in der Form von Mars Kopf. Ich stell dir einfach vor, Nintendo Release ist einfach eine Box. Controller. Pog. Hast du nicht gesehen, aber ich hab gepoggt. Aber nur USB-C, also nicht für Melee. Das ist speziell in der Ankündigung gesagt, die Fick Melee. Diese Edgeguards. Stahlwolle hat Wollen aus Stahl. Und Nerven auch. Der ist so ja zum Frühstück. Was? Der ist so ja zum Frühstück. Guck mal, sein Cape steht auf dem. Er ist Zoll zum Frühstück aus so, ne? Ja, mit Marv Power Shield ist aber auch schummeln. Das macht er von alleine. Das ist der einfachste Charakter aus dem Power Shield. Ciao, ciao! Oh mein Gott! Nice. 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 Oh! Oh! You take those. We take those. 173 Follower, let's go. Nur 6 Abonnenten. Ich muss da Twitch so. Guck, Pauschal ist online. 69? 70. Jetzt schnell. Down smash. Chop shot. Come on, get him. Sam ist so langweilig. Not gonna lie. Reverse nice. Oh! Oh, ich darf Soulboy verprügeln gleich, Alter. El Cuatro Tech de Jesus. El Cinco Tech de Jesus. Oh mein Gott! Five Head von beiden, Alter. Nee, Mali kommt der jetzt. Bob? Okay. Ja, Mali kommt als nächstes. Der Bob. Bob. Können wir das schaffen? Eigentlich musst du gegen. Ja, wir können das. Ich gegen den Fusi verloren. Was? Oh, Bobbin ist verboten. Sad. Die haben noch 8 Socks übrigens. Hat man so ein Fan sein. Ja.
Ist er nicht drin? Gut. Ja, there we go. USA. Ist er aus den USA? Oh, die Wave Dash. Was tut er? Achso. Oh, ich dachte gerade, Alter. Das ist die Wenigste. Stirbt zweimal. Okay. Gutes Stage für Ice-Campus. Er stirbt viermal. Ja, macht er auch. So, und jetzt stirbt Jojo noch zweimal. 2, 1, let's go. Pumpkin Spice Latte. Ein Latte mit Breast Milk. Breast Milk. Oh, das kann er. Sonst kann er nicht viel, aber das kann er. Ja, irgendwie, ich hatte richtig hohe Hoffnung für ihn, als er angefangen hat. Weil er ist ultra schnell gut, besser geworden, aber. Entweder werde ich genauso schnell gut, was ich nicht glaube. Oder er ist nicht so viel. Er hat auch nie den Ausgleich was verloren. Die Jones mit Game, Alter. Mit Stock. Ich sag mal eins, Mali hat heute bessere Plays als Jojo. Oh. Ich sag mal eins, Mali hat heute bessere Plays als Jojo. Oder? Im direkten Vergleich sagt es aber nicht viel. Obwohl, im Vergleich glaube ich nicht. Also im Vergleich gewinnt Mali auch, aber trotzdem. Ihn weniger respekten lässt. Vor Smash. Smash vor? Ich dachte, wir spielen Melee. Digga, kann er den mal töten? There we go. Dö, 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 dö. 1, 2, oh shit. Ja, da kommt er auf die Stage zurück. Und wobbeln! Oh, was hat Popo gemacht? Ne? Frag ich mich auch. Boing. Jetzt klein was gegen Luigi einfach. So Team Doubles. Sheik, Luigi, Ice Climbers und Mario. Ne, Mario macht keinen Sound. Young Link. Noch ein Sound. Beim Jumpen. Down Smash. Dann macht er ja nur, wenn es verkackt. Der macht das zum Glück einen leisen Wave. Er holt ja 2 Stocks tatsächlich. Autsch. Den Nana Gather Attack ist wirklich so out of nowhere. Das war's. Das hat gar nicht Spaß in der Blast-Zone. Let's go. Guter Counter. Hockey-Weine, sehr schön. Jetzt müssen sie die Füße reinschicken. Ja, gehst du dann nach dem Check schon. Okay, ja. Mali. Scheinbar dasselbe. Wir können mich reinschicken, dann bar ich und dann haben wir. Ist Freeze Glitcher? Ich wollte nicht falsch spielen. Donkey Kong. Ja, warte mal, die bin ich aber nicht. Donkey Kong ist auch ein Donkey Kong. Das wäre ja eine Schande, wenn jemand Dennis an seinem Trauma von letzter Cruise mit Vicky erinnert wurde.
mein Gott, Shine the Dome zu erschnell kurz. Das ist Sellerie. Das ist Rübe. Nee, ist der Sellerie. Ja, wir down smashen die Rübe. Junge! Ist okay, lass den anderen Ruhe, Digga. Violence der ganze. Nana, warum springst du da rein? Kobobita? Das Kobobi first. Oh, es geht los. Wir haben gar keinen Counter gemacht. Counter muss wiederholt werden. Ohne Counter und Wild, ohne Counter und Wild, oder was? Nicht was schon. Da ist noch einer. Wie? Oh mein Gott. Die Turnaround Animation ist so. True Combo. Ja, das ist ja total. Die Wind nehmen. Ab jetzt stay able to the next parallel dimension. Oh, ab hier. Vom Ende. Wo? Oh. Er hat den stoppen müssen durch die Stage. 1% Führung. Okay, wir haben eine Minute gewartet für 1%. Man sieht das Consuming Element, wenn er es dann nie macht. Wie heißt die jetzt im Chat? Das ist so ein schlechter Smash-Namen, Woodstock. Ich bin so stolz. Mit 10 Stomp 60. Ich hab die Lisa nicht. Alter, der ist noch nicht mal 9%. Er muss die Lupe finden. Oh mein Gott, mit dem Let's fucking go!
Hab ich auch überlegt, so einen, damit ich auch verresten kann. Ich muss aber ein Spiel nehmen. Mach wie du willst. Muss nicht sein. Will mich nicht blamieren. Oh, ein klassischer Konati ist die. Der ist Sacred Destiny. Was? Sacred Destiny. Kann man fragen, Schein? Oh mein Gott. Oh. Das trifft ja auch in den Knie. Sieht aus wie Juggle, Junge. Let's go. Schön, Max, schön. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, sauber. Genau so, Digga. Etwas leiser, bitte. Das ist kein Flüstergut. Ich werde sonst secure. Ich weiß nicht aus der Bibliothek, Dennis. Oh mein Gott, ich bin in der Bibliothek. Das wäre Hype, Alter. Da müssen wir rückschmissen. Aber leider Hype. Sonst werden wir alle rausgeschmissen. Wir müssen so Mundbewegungen machen, am unter der Maske. Ich meine Freunde, du spielst einfach. Oh, wie Tech Bros. Spielen was? Stell dir mal vor, du spielst einfach Slippy in der TU-Bibliothek oder so. Oh ja, im Telekom-Turm. Wie heißt der? Ich bin kein Gegner. Telekom-Gebäude, ah. Tail, Tail. Weißt du. Da sind immer die LAN-Partys von der TU, diesen Hype. Da spielen wir immer Smash Ultimate, komm vorbei. Doch, ist mega lustig. Mit so 8 Leuten, alle spielen Wario und machen nur Side-Beat. Das ist so geil. Wir spielen auf dem Beamer vor allem. Noch so, dass alle zugucken können. Noch mehr Lag. Ja, eben. Wir haben sowieso schon 2 Frames auf. Das ist auch egal jetzt. Aber lässt sich voll spielen. Dann müsst ihr alle, jede Konsole einfach im LAN und dann einfach online und noch mehr Lag. Eine, wir machen extra eine Verbindung schlecht, damit so bei 200 einfach alle mit WLAN benutzen. Zu weit weg. Genau so. Wir machen Hotspot mit dem Phone auf an eines Raums. Wo ist das Knie? Ist der tot? Gib ihm kurz die! Das ist ja mal, das hast du ihm aber gezeigt, Maxi. Let's go, Konzi! Konzi kann sich zweimal als Team lernen. Gymnasium! Ab Smash kann Maxi, aber er haut da nicht raus gerade. Oh, der Schwan. Ja, ich hab am meisten beigetragen. Let's go! Let's go! Wenn ich reingegangen wäre, wäre ich gestorben. Ich hätte jetzt eins davor geholt, glaube ich. Hallo, ich habe heute in der Gruppe geschrieben, Liegestütze-Match. Ja. Liegestütze-Match. Ich habe schon gegen Jojo Magic verloren. Echt? Ich muss jetzt auch mal nach Hause. Achso, ich dachte, du sagst, ich muss Liegestütze machen. Nee, ich habe schon. Okay. Sehr fett, dann ist der Neuner. Warte, ist der Nacht oder so? Einer von den Konzentrollen. Gehen wir nach Hause? Okay. Das war's. Bis Nedo. Bis Nedo. Kunabi Nedo. Danke fürs Vorbeischauen, Leute. Ganz besonders Dankeschön an Darius. Wollte ich ihn wecken erst. Er hat den Smear of Leisen. Konzi? Aber dann noch 4 Forstock auch in die Stütze. Ja, klar. Multiklasse. Ja. Okay, der Bus fährt nicht mehr. Forstock. Gehen da welche, um abzubauen. Cool. Okay. Jetzt wird abgebaut. Achso, ich mach mal. Jeder baut ein Setup. Thank you.
allem für Liegestütze. Vor allem für Liegestütze. Aber nicht noch mehr. Kein Bock mehr aufzubauen.